Ich hoffe, ihr seid erholt genug, dass ihr eine halbe Stunde jetzt wieder Richtung Referat vertragen könnt. Ich möchte mehr so ein paar technisch-didaktische Sachen auch besprechen, weil die auch wichtig sind. Und danach werde ich euch einladen, eine Partnerübung zu machen, nämlich Geschichten erzählen. Das Designblatt dazu habe ich euch schon auf den Stuhl gelegt. Erfahrungsgemäß löst ihr am Anfang gerne bei einigen ein bisschen Bedenken aus und hinterher sind alle ziemlich zufrieden, dass sie es probiert haben. Also wenn ihr Bedenken feststellt, das ist ein Zeichen dafür, dass alles gut läuft. Ja, ich will ein bisschen was über Arbeitsformen, Haltungen und Settings sagen. Und diese Arbeit mit inneren Bildern, die fängt ja nicht erst an, wenn die ausdrücklich so heißt, sondern im normalen Sprachgebrauch verwenden die Menschen ja Sprachbilder, mit denen man direkt umgehen kann. Also ich habe mal mit der GTZ gearbeitet und einer Gruppe von mir aus das Sprachbild angeboten, dass ich ein Lotse wäre und die wollten immer eine Tiefbohrung machen. Und wir sind da, irgendwie habe ich das nicht abgeklärt, welche Mentalität mit welchem der Bilder verbunden war. Und irgendwie sind wir da nicht so richtig zusammengekommen. Die wollten immer tief bohren und ich wollte eher sie durch ein Gebiet lotsen, in dem sie selbst was erkunden können. Also es passiert ständig, dass wir in Sprachen arbeiten. Oder mir sagt ein Klient mal, in das Gebüsch müssen Sie nicht schießen, da kommt kein Vögelchen raus. Und wann immer euch Sprachbilder einfallen, kann ich euch nur ermutigen, mit denen auch zu arbeiten. Ich habe das so oft in der Beratung erlebt, dass mir ein Sprachbildern plötzlich in den Sinn kam und sagt, das ist ja wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich versuche ständig rauszufinden, wie das Ding denn heißt. Und dann grinste der derartig breit. Ne? Und dann war sofort eine Verständigung da, okay, es ist auch ein Versteckspiel am Laufen. Und dann kann man mal drüber reden, man kann sich ruhig zu erkennen geben, man zerplatzt nicht gleich wie Rumpelstilzchen oder so. Und kann auf diese Weise auch spielerisch mal eine Situation entschärfen. Wichtig ist die Haltung, dass man nicht sagt, das ist jetzt ein Bild, das auf jeden Fall Gültigkeit hat. Sondern dass man immer sagt, in mir steigt da ein Bild auf, es kann auch völliger Unsinn sein. Aber ich sag's mal. Und wenn das Bild eine Qualität hat oder der andere bereit ist, damit umzugehen, dann kann das nehmen. Wenn ihr das Bild wie eine Deutung rüberbringt, ist der andere sofort damit beschäftigt, stimmt's, stimmt's nicht, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Und ganz generell bevorzuge ich da die Haltung der indirekten Suggestion. Suggestion heißt einen Wirklichkeitsvorschlag machen. Und es ist einfach gut, wenn man Sprachfiguren lernt, das ist aber für jede Art von, oft auch in der Führung, aber besonders in der Beratung sinnvoll, dass man dem anderen etwas zur Verfügung stellt, das ihm aber überlässt, ob er es relevant findet oder nicht und nicht seine Autorität meint, mit einer Intervention verbinden zu müssen. Also zum Beispiel vorher im Pausengespräch haben wir das gehabt, dass man sagt, das Unternehmen macht offensichtlich ein paar Blödsinnsfehler, man muss die damit konfrontieren. Wenn ich natürlich sage, für mich ist offensichtlich das, hat man sofort eine Frage, hat man recht oder nicht. Da kann man stattdessen eine Intervention machen. Wenn das jemand von außen anguckt, dann würde ja sehr naheliegen, dass er meint, es wäre so und so. Aber so einfach kann es ja wohl nicht sein. Aber wie kann das sein, dass es so scheint, aber vielleicht doch noch ganz anders ist? Haben Sie eine Erklärung dazu? Dann ist der nicht damit beschäftigt, da gebe ich dem Recht oder nicht Recht, sondern dann kann er das als Reflexionsebene annehmen. Also generell ist eine nicht direktive Haltung da immer besser. Und wenn ein Bild trifft,
ja, wie Kaninchen vor der Schlange oder so, dann hat es sofort einen so großen Bedeutungsraum und wenn es greift, bleibt es jemanden, den kriegt er nicht mehr raus. So eine mehr digitalisierte Deutung kann jemand schon aus dem Kopf kriegen. Aber ein starkes Bild kann man nachher sagen, vielleicht taugt es gar nichts, vergessen Sie es. Aber wenn es ein starkes Bild ist, ist es nicht leicht zu vergessen. Und wenn es was greift beim anderen, kann es erst recht nicht leicht vergessen. Also wenn man es nicht mit dem Anspruch, das muss jetzt treffen, verbunden ist, kann ich nur ermutigen, ruhig mal mit dem Bild zu spielen. Weiß auch nicht, warum mir das jetzt in den Sinn kommt, aber es kommt mir in den Sinn. Ist es Blödsinn oder hat es vielleicht mit dem was zu tun, was wir gerade machen? Ja, Bilderinterviews, das haben wir ja heute Morgen schon gemacht. Das ist eine relativ strukturierte Form, da braucht man einen entsprechenden Kontrakt dazu, dem anderen erklären, warum er das macht und ihn halt möglichst auch vorher schon darauf vorbereiten, auch wenn er es nicht gleich ganz nimmt. Das, was man in der Hypnotherapie Prozessprogrammierung nennt und Future Pace, ihm nachher sagen, am Ende werden wir keine Antworten haben, sondern das ist eigentlich eine Anregung von Suchprozessen, dass man das schon frühzeitig bringt. Also ganz generell finde ich, dass wenn man mit geleiteten Fantasien, mit Bildern arbeitet, es ein bisschen so machen sollte wie ein guter Arzt bei einer Untersuchung oder Behandlung, dass er einfach immer schon 3 Schritte vorher sagt und nachher mache ich das und das und Sie werden möglicherweise das und das erleben. Es tut auch mal einen Moment weh, geht aber dann gleich vorbei. Also es ist wichtig, den anderen innerlich immer vorzubereiten und auch eine Transparenz zu schaffen, was man macht. Ich bleibe jetzt aber erstmal bei den Formen. Ich werde es gleich noch näher ausführen, diese geleiteten Fantasien. Ich finde es eine großartige Sache, mit geleiteten Fantasien zu arbeiten. Ihr habt vielleicht vorher bemerkt, bei der Induktion von geleiteten Fantasien, da waren auch ganz wenige direktive Vorschläge. Also so nach, dein rechter Arm wird schwer. Ja, was ist jetzt, wenn der nicht schwer wird? Ist sofort die Autorität dessen untergraben, der hat ja keine Ahnung, was bei mir los ist. Indirekte Suggestion ist ja, manchmal verändern sich Körperempfindungen, wenn man sich auf diesen Weg der inneren Aufmerksamkeit begibt. Zum Beispiel kann auch mal ein Arm schwer werden. Ich weiß nicht, ob es der linke oder der rechte ist. Das ist ganz verschieden. Und dann beschäftigt man die Leute damit. Die Implikationen sind so wichtig. Das ist natürlich sehr viel Sprachtraining. Weil wenn ich sage, ich weiß nicht, ob es der linke oder der rechte ist, heißt es, ich gehe davon aus, dass es passiert. Und wenn ich dann schon eine gewisse Autorität vom anderen verliehen kriege, dass er glaubt, dass ich wahrscheinlich mich ganz gut auskenne, was bei ihm passieren wird, dann entsteht dieser Zirkel, dass er sich das dann auch selbst beschert, was ich voraussetze, was wahrscheinlich passieren wird. Ist ja nur noch die Frage, ob links oder rechts. Also auch, dass ich die Frage, was will ich absichtlich steuern, auf Fragestellungen richte, die nicht relevant sind. Ja. Und die Fragen, die ich anbieten möchte als Suggestion, dass ich die eher einpacke. Also sagen, es ist vielleicht ganz gut zu spüren, ob man an der einen oder anderen Stelle im Körper Unbehagen empfindet. Ja, dann gucken, wie ist das so bei mir? Das ist ganz normal, während man sich langsam entspannt. Ja, und eigentlich heißt es, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Das ist natürlich ein weites Feld. Ich habe damals noch sehr ausführlich die Bücher von Bandler und Grinder studiert, Structure of Magic 1 und 2, also ein Linguist und ein Programmierer, kann man heute immer noch empfehlen, hervorragende sprachanalytische Darstellungen. Oder Patterns of Hypnotic Techniques of Milton Erickson, gibt es Band 1 und Band 2, gibt es sicher heute in Deutsch, damals war das alles noch in Englisch. Ganz generell ist natürlich die Logik von Sprache, mit der sich zu beschäftigen, eine unglaublich spannende Angelegenheit, denn Sprache schafft Wirklichkeit. Geleitete Fantasien, wie das Grundmuster ist, werde ich nachher gleich noch machen. Dann Geschichten erzählen. Erickson war ja ein Meister darin,
die Botschaften, die er einem mitgeben wollte, in Geschichten zu verpacken. Und immer wenn man dann, wie ich das damals wollte, mit meinem erklärenden Bewusstsein die Essenz dieser Geschichte herausanalysieren wollte und ihn gefragt habe, ob er das damit gemeint hat, sagte er immer, oh, this leads me to another story. Und dann hat er eine ganz andere Geschichte erzählt, die ich überhaupt nicht in Zusammenhang bringen konnte mit meinen Analyseversuchen. Oder ich habe eine neue Analyseidee gehabt und ich sage, vorher hast du das gesagt, jetzt sagst du das. Wie soll ich das verstehen? Ihr wisst schon, was er dann gesagt hat. Oh, this leads me to another story. Also der hat sich einfach sehr konsequent dieser Didaktisierung und der Analyse verweigert, sondern hat in Metaphern gesprochen. Das würde ich heute nicht so konsequent machen, wie Erikson das getan hat. Erikson hat das getan in einer Zeit, in der so eine Psychoanalyse-Wut in Amerika herrschte und man alles gleich zerdeuten wollte. Und dem hat er sich einfach dadurch entzogen, dass er über Demonstration und über Metaphorik gelehrt hat. Und wir werden gleich dazu eine Übung machen. Wenn ihr merkt, das ist durchaus ein Talent, dann möchte ich euch da sehr ermutigen, eine Idee, die sich in euch kristallisiert, in eine Geschichte zu packen und dem Klienten das zu erzählen. Viele Klienten lieben das, wenn sie einfach mal eine Geschichte erzählt kriegen. Dann ist ein Bereich, den wir jetzt heute nicht machen. Ich will ihn nur erwähnen. Das Buch habt ihr ja offenbar Interesse dran gefunden, haben wir leider nicht, jetzt gerade nicht genug greifbar davon. Dialoge anhand von Träumen. Was ich in dem Buch deutlich machen, dass es nicht um Traumanalyse geht, sondern dass da Menschen zum Beispiel anhand der Erinnerung an ihre Nachtträume, die einfach erzählen und die anderen darauf achten, was in ihnen für Verständnisse und Bilder dazu komplementär aufsteigen und die als ihre eigenen Reaktionen, ihre Resonanzen zur Verfügung stellen, die dem anderen wieder ein Menü anbietet, aus dem er sich was nehmen kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wirklich treffende Deutungen nicht als Deutungen gegeben werden müssen und nicht eingepflanzt werden müssen, sondern wenn die richtig gut sind, dann saugt die Seele sofort auf. Also man kann darauf vertrauen, dass der andere sich nimmt. Deswegen haben wir ganz generell nicht nur bei der Bilderarbeit, aber auch bei der Bilderarbeit eher die Methode, früher haben wir in der Transaktionsanalyse haben wir gelernt, wir machen eine Hypothese, dann machen wir daraus eine Intervention und die kriegt der andere verpasst und wenn er ausweicht, passen wir auf, dass er nicht wegkommt und dass er die volle Ladung abkriegt. Das war so ein interventionistisches Verständnis von Beratung. Davon bin ich völlig weggekommen. Wir machen heute eher, wie das Buch auch heißt, das zu Ehren von Günter Schmidt rausgegeben wurde, der Realitätenkellner. Wir bereiten ein Menü von möglichst vielleicht sinnvollen Wirklichkeitsangeboten und vertrauen darauf, dass der andere aus dem Menü sich das nimmt, was er brauchen kann. Und oft nimmt er sich gar nicht so bewusst und es gibt dann doch was ihn nicht in Ruhe lässt. Diese Haltung ist natürlich jetzt nicht unbedingt vollständig geeignet, etwa für die Therapie von Kriminellen oder im Suchtbereich. Da muss man schon oft auch andere Rahmen schaffen. Aber in dem Bereich, wo man im Prinzip davon ausgehen kann, dass Menschen wachsam und selbstverantwortet sich bewegen wollen, ist dieses, ich biete dir was an und es interessiert mich, wie du damit umgehst. Diese Grundhaltung einfach sehr wichtig. Dann empfehle ich euch, das habe ich bei der Einführung in die geleitete Fantasie heute schon auch mal gesagt, wenn ihr diesen Bereich in euch entwickeln wollt, das ist auch eine Übungssache, ein bisschen auch wie ein Muskel, ne? So wie bei der Meditation sagt man das ja mittlerweile auch. Also wenn ihr euch wenig erinnert an Träume, das aber gern mehr machen wollt, also umgekehrt ins Bett legen hilft, das wissen wir ja schon, aber es hilft auch, wenn man aufwacht und sich an was erinnert, es festzuhalten, es aufzuschreiben oder es zu diktieren. Und so wie ich das am Ende der geleiteten Fantasien euch eingeladen habe, zurückzukommen, aber mitzubringen.
Also diese Schicht, über diese Schichten hinweg diese Erinnerung an den Traum zu transportieren. Weil wenn man diese Verschachtelung zu schnell macht oder zu schnell wechselt, entsteht durch den Kontextwechsel auch ein Amnesie-Effekt, also ein Vergessenseffekt. Und wenn ihr aber nicht vergessen wollt, sondern eigentlich ganz gerne euch damit auseinandersetzen wollt, dann kann man das auch mit solchen technischen Dingen durchaus befördern, dass ihr im Halbschlaf noch diktiert, meinetwegen auf dem Klo sitzend oder das aufschreibt, sodass ihr ein paar Ankerpunkte habt. Sodass ihr, wenn ihr dann in der Wachwelt seid, das vielleicht nutzen könnt, um da wieder zurückzufinden. Und je mehr man Dialog hält, vielleicht auch mit jemandem anderen zusammen, umso mehr übt man sich darin auch zu erinnern. Und es ist aber oft sehr punktuell, deswegen empfehle ich auch einfach ein Tagebuch für innere Bilder. Wenn euch geleitete Fantasien, irgendwas kommt, irgendeine Einsicht, schreibt es einfach auf. Ein Traumtagebuch ist gut. Und manchmal ist, und wenn man es nur aufschreibt, man muss nicht unbedingt groß was mitmachen. Und es ist dann oft erstaunlich, wenn man vielleicht ein Jahr zurück diese im Zusammenhang liest, dass man dann auch größere Muster erkennt, die man sonst nicht unbedingt erkennt. Oder mit anderen, die sowas auch machen, sich einfach austauscht. Es gibt ja Kulturen, die das ganz regelmäßig machen, dass die Menschen morgens erst sich gegenseitig ihre Träume erzählen und die anderen, welche Resonanz sie dazu haben. Also die das sich als Kultur gut bewahrt haben, diesen Kontakt zwischen diesen Hintergründen, die sich oft nachts auch in Träumen zeigen oder in Tagfantasien oder in Bildern, dass sie das einfach aktiv wachhalten. Was wir am ESB, das wissen ja viele von euch, ganz regelmäßig machen, ist das, was wir Spiegelungsübungen nennen. Also zu irgendeinem Fokus bieten wir an, dass jemand zum Beispiel sich selbst beschreibt. Also etwa, wie geht er mit Macht um? Oder dass die anderen einfach mal fantasieren. Wenn ich dich mir vorstelle als meine Steuerprüferin, welche Bilder entstehen dann in mir? Und das ist dann, und diese Spiegelungsübung, weil wir gelernt haben, einerseits respektvoll miteinander umzugehen, auf der anderen Seite dem anderen auch wirklich mitzuteilen, was für Bilder in uns aufsteigen. Weil im wirklichen Leben bestimmen diese Bilder, die in uns aufsteigen, unser tatsächliches Beziehungsverhalten. Nur, dass wir das dem anderen nicht sagen und oft uns selbst nicht mal klar machen. Und das Wertvolle an diesen Spiegelungsübungen ist, dass ich auf diese Weise mal erfahre, wie ich bei unterschiedlichen Menschen durch mein Verhalten, durch meine Bilder, Umgang mit meinen Bildern, welche anderen Bilder ich dort wecke. Und das hat eine ganz entscheidende Auswirkung dafür, ob jemand zum Beispiel an mich denkt, wenn es einen Auftrag zu vergeben gibt oder nicht, welche Bilder er dazu hat. Und das wird einem oft nicht ehrlich gesagt. Da sagte ich, finde eigentlich, dass du ganz emotional, ganz einfühlend bist, aber ich traue dir nicht zu, dass du intellektuell Kurs hältst. Das würde man jemandem einfach so normalerweise nicht sagen. Und der versteht nicht, dass, obwohl er eigentlich in guter Schwingung sich fühlt, mit dem anderen dann nachher doch nicht zum Zuge gekommen ist. Und erfährt das normalerweise nicht. Und da machen wir einfach zu ganz verschiedenen Themen sehr intensiv Spiegelungsübungen und die sind auch sehr beliebt bei uns. Weil man auf diese Weise nicht einfach nur Feedback, sondern Spiegelung kriegt. Die hat natürlich etwas mit der Seele des anderen zu tun, aber das hat es immer. Der trifft ja seine Entscheidung auch danach. Und deswegen ist es gut, wenn wir möglichst oft darüber reden. Und da kann ich natürlich auch Knicke in der Optik meiner eigenen Bilder, die ich generiere, bei mir selbst entdecken, merke ich, deute sehr gern etwas sehr schnell in die eine oder andere Richtung. Und ich habe gemerkt, dass wenn wir darüber reden, dass sich das dann oft dann auflöst und dann lerne ich dann meine eigenen typischen, meine Deutungsgewohnheiten und meine Fehler nach und nach kennen. Jetzt wollte ich ein bisschen was zu den Haltungen oder zu den Arten der Herangehensweisen sagen. Mit Bildern arbeiten heißt nicht völlig unfokussiert arbeiten.
Das verwechseln manche ein bisschen. Ja, die machen dann irgendeine schöne Wiese und dann passiert irgendwas und dann laufen die Prozesse ins Irgendwo und es mag bewegend sein, aber es kommt keine Fokussierung dabei raus. Und wir haben ja heute schon Beispiele dafür gehabt, dass das sehr wohl mit einer thematischen Fokussierung einhergehen kann. Und je sauberer man die macht, umso eher versammeln sich innerhalb dieses Fokuses auch innere Bilder, die zu dem passen. Und die Suchprozesse werden auf diese Weise auch gefiltert und gesteuert. Das macht das Unbewusste sehr gut. Aber ihr müsst sauber fokussieren. Dann ist generell die Haltung gut, dass man zwar dem anderen zum Beispiel ein Bild gibt oder eine Geschichte erzählt, man ist da ein Gebender, dass man aber selbst nicht meint, dass man das alles im Fronthirn machen kann, sondern dass man selbst dabei ein Empfangender ist. Das heißt, es entstehen in mir Eingebungen, es kristallisiert sich etwas in mir und manchmal höre ich genauso gespannt selbst zu, was für eine Geschichte sich meinem Munde entfleucht, wie der andere. Weil ich zwar eine Idee habe, wie ich damit anfange, und während ich erzähle, kriegt die Geschichte ein Eigenleben. Und da eine Empfangende zu sein, die sich öffnet für die Bilder, die durch mich hindurchgehen, egal woher die jetzt herkommen, ist einfach auch eine wichtige Haltung. Das werdet ihr gleich bei der Übung wahrscheinlich in Ansätzen erleben. Ich sage auch immer, als ich noch NLP und Hypnose gelehrt habe, ich sage immer, das Allerwichtigste ist, dass du dich selbst in eine Trancehaltung begibst. Das färbt ab. Es ist nicht so wichtig, dass du dem anderen technisch versuchst, den Trance zu versetzen. Wenn du selbst in eine entsprechende Haltung gehst, dann kannst du auch Technikfehler relativ viele machen und es funktioniert trotzdem. Weil einfach deine Art von Schwingung sich überträgt. Das überträgt sich über die Sprache, über die Mimik, über alles Mögliche. Also man überschätzt da oft die reine Sprachtechnik bei der Induktion solcher Dinge. Und generell ist die Haltung eine Empfangende von beiden. Also ich gebe dir Anteil daran, was in mir aufsteigt. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass das gültig oder richtig ist. Also dieses Anteil geben, wechselseitig. Und ich sage immer, du darfst, im Zweifel steht dir immer frei zu sagen, das, was der andere dir jetzt als Resonanz anbietet, ist allein sein Ding. Glatte Projektion. Fritz Perls hat ein kleines Gegengewicht gesetzt, der hat immer gesagt, wenn dir einer sagt, du bist ein Elefant, mag das eine Projektion sein, wenn es dir alle sagen, kauf dir Nüsse. Aber generell ist, glaube ich, die Haltung ganz gut. Das steigt in mir auf, das kann an mir liegen, an dir liegen, das weiß ich alles nicht. Aber das ist eine Realität, die entsteht zwischen uns. Und das ist für dich allemal interessant, mag für dich interessant sein, dich mit der zu befassen, auch wenn du vielleicht andere Vorstellungen dafür hast, wohin diese Realität gehört. Ja, und es geht also hauptsächlich um das Auslösen von Neugier- und Suchprozessen, nicht so sehr um abschließende Interpretation. Und es ist auch wichtig, fertige Dinge sind tote Dinge oder Zeigarnik-Effekt. Wenn etwas offen bleibt zur Suche, dann entsteht ein Nachsucheffekt und das nachhaltige Lernen ist nachher besser, als wenn man jetzt meint, man muss beraterisch zu irgendeiner Interpretation oder Lösung kommen. Aber das muss man den Klienten sagen, insbesondere solche, die zunächst mal mit der Idee kommen, ich komme, um mit einer Lösung wegzugehen. Das muss auch einfach durch Kontakt entstehen. Dann gibt es ein bisschen die Gefahr, auf der anderen Seite vom Pferd gefallen ist auch nicht geritten, sage ich ja immer, entweder zu romantisieren, alles was an inneren Bildern und geleiteten Fantasien und nächtlichen Träumen aufsteigt, ist an sich wertvoll. Das sage ich immer, das ist Quatsch. Du bist nachts auch kein besserer Mensch als tagsüber. Und du kannst genauso gut Neurosen und Irrtümer und Fehlinterpretationen im Traum in Szene setzen. Es ist also nicht der Traum,
der das Tolle ist, sondern die kritische Auseinandersetzung mit dem Traum. Und das Gegenteil von dieser Romantisierung, dass nur weil es jetzt ein Bild ist, werden alle ganz high, ist die Banalisierung. Es ist doch bloß. Und irgendwo dazwischen entsteht Ergriffenheit und Sinnerfüllung. Dann, das habe ich schon gesagt, diese ganze Bilderwelt, die ist eher etwas dem Surrealen zuzuordnen. Also es gibt keinen eindeutigen Zeit oder Ort. Der Sinn, der, das ist manchmal, bleibt das in der Schwebe, wohin das genau gehört. Und das muss auch gar nicht immer genau geklärt werden. Was wir sehr wohl machen natürlich, ist manchmal angenommen, dieses Erlebnis würdest du jetzt auf deine Berufswelt beziehen. Gäbe es da irgendeinen Zusammenhang? Also probeweise verkosten, ob Verortungen möglich sind. Und wenn sie erfunden werden, aber sie können ja eine sinnvolle Erfindung sein, das kann man machen, aber im Prinzip kann man das auch einfach offen lassen, wie das alles anzusiedeln ist. Von daher ein forschendes Ausprobieren von Zusammenhängen, keine Deutungshoheit. Also nur weil man Berater ist, hat man nicht die bessere Deutung über irgendwas. Das hilft dann auch sehr, weil der andere dann sich auch nicht gegen eine befürchtete oder tatsächlich übergestülpte Deutung zur Wehr setzen muss. Ja, und wenn man sowas mit Bandaufnahmen macht, ist auch einfach ganz gut, mal mit anderen zusammen ein bisschen Sprachanalyse zu betreiben. Also wie habe ich denn das hervorgerufen? Also zum Beispiel, ich habe in der Art, wie ich jetzt eine geleitete Fantasie angeleitet habe, habe ich einfach die Reihenfolge der Richtungsgebungen durcheinander gebracht. Ich habe so gesagt, also du kommst dann auf einen Raum zu, in der sich deine Familie versammelt hat. Du stehst aber noch im Flur. Ja? Ihr müsst wissen, dass das Gehirn sofort verarbeitet. In einem Raum Familie versammelt, dann ist die Familie bereit, dann ist man schon im Raum und da ist schon die Familie. Und wenn du dann sagst, du stehst aber noch im Flur, ja, dann muss sozusagen das wieder gelöscht werden. Das ist gut, dass man lernt, die Sprache Impulse in der richtigen Reihenfolge zu setzen. Du gehst durch einen Gang, du hörst, da ist ein Raum, aus dem man Stimmen hört, du näherst dich langsam an. Dort hat sich jemand versammelt. Es klingt so, als wären das durch engagierte Gespräche untereinander. Du öffnest die Tür und du siehst, es ist deine Familie. Also, das heißt, keine Dinge benennen, die noch nicht inszeniert werden sollen, weil das Gehirn ohne Zeitverzögerung inszeniert, was ihr sagt. Also da lernt man auch mit der Zeit auch einfach ein bisschen seine Sprache sorgfältiger zu konfigurieren oder Dinge nicht unnötig spezifizieren, die man gar nicht braucht an der Stelle. Du betrittst den Raum und da hocken die jetzt alle rum. Wenn das keine Rolle spielt, ob man sitzt oder nicht sitzt, und wenn du dann selber womöglich vergisst, dass du gerade gesagt hast, du hockst und das sagst, und da drüben stehen dann stehen die zwei und dann sind sie gerade noch gesessen, jetzt stehen sie schon wieder. Also was jetzt? Und da werden dann, wenn man zu viele kompensatorische Umarrangements beim Gegenüber notwendig macht, weil man selbst keine gute Gestaltung, Aufbau von Situationen hinkriegt, dann verliert derjenige mit der Zeit die Lust, einem zu folgen. Also und das, sich darin zu üben, wenn, das machen wir jetzt heute nicht, aber wir machen ja diese Geschichtenerzählübung, die machen wir immer so, dass dann die alle aufgenommen werden und dann kann jemand nachher sagen, wir können es nochmal zusammen anhören. An der Stelle bin ich rausgeflogen und das hat was damit zu tun, was du an der Stelle gesagt hast, das könntest du künftig anders machen. Also es ist einfach auch ein ganz tolles Medium, um Wirklichkeitsinszenierung durch Sprache zu üben. Und zu üben, wenn man eine Idee hat, dass man die auch kommunikativ wirksam umsetzt. Das gilt aber ganz generell, das üben wir auch. Dass wir in der Transaktionsanalyse haben wir das jahrelang geübt, bis zum Erbrechen. Man sagt, was ist deine Idee, welche Botschaft willst du an den geben, in welchen Satz hast du den gepackt, wie hast du festgestellt, ob er gewirkt hat.
Das haben die uns bei jedem Satz gefragt. Und wie ist das Psychotherapie, dieser eine Satz? Da sind wir wirklich sehr geschult worden. Das können wir uns, leisten wir uns heute jetzt nicht mehr in der Intensität, aber mir ist viel davon geblieben, weil sehr oft merkt man gar nicht, dass man gar nicht die Frage stellt, die das fragt, was man eigentlich wissen will. Sondern man stellt eine Frage, die da irgendwie ein bisschen daneben liegt und dann antwortet der andere noch daneben und dann hat man da eine Antwort und da eine Idee, was man wissen wollte und es passt überhaupt nicht zusammen und dann weiß man jetzt nicht mehr, was man jetzt machen soll. Also das ist nicht schlecht, wenn man lernt, dass das genau ineinander übersetzbar ist, dass man hinterher weiß, ich habe auch gefragt, was ich wissen wollte und die Antwort war an dem vorbei, was ich gefragt habe. Und jetzt kann ich checken, wie das kommt, dass der andere, das nennt man tangentiale Transaktion, es klingt so, als wäre es eine Antwort, verschiebt aber den Fokus in einen Bereich, der dem anderen lieber ist. Da muss man ihm nicht gleich schimpfen, sondern sagen, ja, das ist eine interessante Antwort, allerdings nicht die auf meine Frage. Mich hätte interessiert Folgendes, ist es was, wozu Sie Stellung nehmen wollen? Dann wird nämlich demjenigen gesagt, wenn du dazu nicht Stellung nehmen willst, musst du nicht dran vorbeireden, sondern ist auch okay, Nein zu sagen. Also es ist ein Stück Kommunikations- und Dialogkultur, Erziehung im Kleinen. Und das setzt sich aus ganz vielen kleinen Figuren zusammen. In jedem Team auch. Also das ist immer gut. So, das waren so ein paar Haltungen und Herangehensweisen, zu denen die Arbeit mit inneren Bildern uns erzieht, die wir in allen Bereichen brauchen können. Jetzt will ich euch noch kurz das Grundmuster narrativer Prozesse, und das ist jetzt auch die Vorbereitung schon gleich auf diese Übung, zeigen. Das gilt ja generell in der Transaktionsanalyse. Versuche erst eine Botschaft loszuwerden, wenn du sichergestellt hast, dass der Persönlichkeitsteil, mit dem du reden willst, auf der anderen Seite auch an der Leitung ist. Das wird ja sehr oft falsch gemacht, dass man nicht erst sicherstellt, dass man jemanden in der richtigen Rolle angesprochen hat, der in dieser Rolle auch angekommen ist und dann sagt man ihm was. Oder in der Transaktionsanalyse war es im Ich-Zustand. Also so das Bereiten des Feldes, bevor man die Inhalte versucht drüber zu bringen, ist eine ganz wichtige Grundhaltung. In dem Fall ist es das Hervorrufen von Trance. Und da gibt es, kann ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen machen, es gibt einen Aufsatz, den ihr hier auf der Liste habt, Arbeiten mit geleiteten Fantasien und Trance. Da hat es also mehrere technische Ausführungen. Aber man arbeitet da manchmal so mit kleinen Dingen wie Überlappungstechnik. Also vorher in der geleiteten Fantasie, du liegst vielleicht am Strand und spürst den warmen Sand unter dir und den Wind, der über deinen Körper streicht. Und dann siehst du vielleicht die Möwen oben am Himmel. Das heißt sozusagen, es versammelt alle Sinne und überlappt von einem Sinnsystem in das andere, um bei dem anderen ein möglich vollständiges Erleben aufzubauen. Wer NLP schon mal gelernt hat und so, da lernt man solche Dinge sehr sorgfältig, wie man Erlebniseinheiten aufbaut. Und Utilisation hatten wir heute bei der Glocke. Na, nicht, um Gottes Willen will ich gerade die Leute in Trance führen, jetzt leider da draußen die Kirchenglocke. Und die Kirchenglocke erinnert dich daran, dass draußen eine Welt ist und dass auch andere Menschen Besinnlichkeit pflegen. Es gibt da Traditionen. Oder als die Kirchenglocke gerade ausklang, als ich bei der Rückführung war, habe ich das auch einfach zusammengebaut. Das nennt man Utilisationstechnik, also so eine Art Judo der Sprache. Ich erinnere mich mal, ich habe gerade frisch beim Ericsson Hypnose gelernt, will meine Ausbildungsgruppe in Trance versetzen, schafft draußen einen Presslufthammer. Brrr. Erste Reaktion, oh, geht niemals. Zweite Reaktion, utilisieren. Also bin ich mit den Leuten an die Baustelle gegangen. Baustelle gucken die meisten gern. Und da schafft der Presslufthammer, der Kran und so. Und ich sage, die sollen ruhig weiterschaffen. Ist auch wichtig, dass sie weiterarbeiten und nicht unterbrochen werden. Wir gehen jetzt ein bisschen weiter woanders hin. Und dann habe ich dort meine Trance gemacht, die ich vorhatte. Und ein größerer Teil der Gruppe hat sich überhaupt nicht mehr an den Presslufthammer, obwohl der weitergerattert hat, der war einfach weg dann. Der war also ausgeblendet. Da gibt es erstaunliche Gestaltungsfähigkeit, die man nutzen und anleiten kann. Ja, ganz generell
gilt das Prinzip auch NLP, Pacing and Leading, also erst mit jemandem ein Stück ins Einklang geraten und dann ihn von dort aus langsam wohin führen. Der muss das Gefühl kriegen, aha, das ist jemand, der geht mit mir und wo der geht, gehe auch ich, das passt ganz gut zusammen und wenn der dann langsam ein bisschen woanders hingeht, dann gehe ich dann halt auch da mit. Und nicht an ihm zerren und sagen, wir wollen aber wo ganz anders hingehen. Obwohl das auch manchmal nützlich sein kann. Prozessprogrammierung, den Begriff habe ich vorher schon mal verwendet. Es ist immer gut, während man in einer bestimmten Phase der Induktion ist, immer schon zu überlegen, wo will man dann insgesamt hin. Also zum Beispiel, ich verwende gerne eine Metapher mit einer Gruppe, wir machen eine Besichtigung, sagen wir auf der Akropolis. Und dann will jeder natürlich, geht in seine eigenen Ecken, aber es ist gut, so nahe beieinander zu bleiben, dass man dann zusammen sich am Ausgang wieder trifft und man hört dann schon, wenn es soweit ist. Damit beginne ich schon das. Sodass ich programmiere, jetzt kann jeder ein Stück seiner eigenen Wege gehen, in dieser Metapher, aber es hat eine Grenze und du kannst nicht irgendwo hin, sondern wir sind in einem fokussierten Gelände. Und es ist gut, bei aller Eigenheit so nah, so zu hören auf die Führung, dass ihr zusammenkommt, wenn die Führung zu Ende ist. Und dass man das nicht erst macht, wenn einem einfällt, ah, wir müssen auch wieder gehen, alles zusammenkommen, sondern es ist dann 3 Schritte vorher schon vorbereitet. Also dieses Weiterdenken in den nächsten Prozessschritten und die immer schon ein bisschen einleiten und darauf ausrichten, was gegenwärtig geschieht, ist da sehr hilfreich. Ja, das wäre jetzt das Hervorrufen der Trance oder Haltung der inneren Aufmerksamkeit. Und dann kann man ein Stück Inhaltsarbeit machen, wie ich das jetzt heute Morgen mit den 2 Bildern gemacht habe. Ein paar aus der gegenwärtigen Berufsleben wählen und ein paar Bilder aus der Biografie, die zusammensammeln. Auch da schon wieder Prozessprogrammierung. Ich gucke mir das an. Und ich weiß, ich sollte es später noch erinnern. Ich sollte mir so angucken, dass ich es nachher noch weiß. Vielleicht auch erzählen kann, aber ich muss es nicht erzählen. Das heißt, jemand, der dann vielleicht ein Bild hat, von dem er denkt, das ist besser, das weiß niemand, dann muss der das nicht vergessen, um es nicht erzählen zu müssen, sondern ich erlaube, programmiere die Erinnerung, indem ich schon vorwegnehme. Und es entsteht eine innere Vorbereitung, was wir nachher mit diesen Inhalten zusammen machen werden. Also immer dieses über mehrere Fädelschleifen Wirklichkeiten aufbauen und vorbereiten. Ja, und wenn dann, wie immer der Inhaltsarbeit ist, wenn das dann fertig ist, begibt man sich auf den Rückweg und das folgt dann ähnlichen Schleifen. Und ich sage, und auch da gibt es auch keine Schemata. Es gibt welche, die sobald Rückweg angesagt ist, machen die Augen auf und sind da. Und es gibt welche, die schnarchen noch, wenn eigentlich die Übung längst zu Ende sein sollte. Und dann muss man auch das frühzeitig ansprechen, dass es welche gibt, die immer bis auf den letzten Drücker liegen bleiben, sich auch gern nochmal mahnen lassen. Das ist schon morgens so bei der Mutter damals gewesen vielleicht. Und es gibt welche, wenn es Zeit ist aufzustehen, dann springen die aus dem Bett. Da ist manchmal die Gefahr, dass sie vergessen, was sie vorher geträumt haben. Da wäre gut, sie mal, bevor sie springen, sich nochmal das zu vergegenwärtigen. Aber sie dürfen natürlich in ihrer eigenen Weise auch durchaus schnell zurückkommen. Also immer die Menschen abholen in einer Weise, dass sie das Gefühl haben, der weiß, was bei mir ist, obwohl das natürlich eine Illusion ist. Aber diese Illusion kann man erzeugen und mit der kann man fokussiert sehr gut arbeiten. Ja, und bei dieser Rückführung, je nachdem, was man mit den Inhalten der geleiteten Fantasie nachher machen will, kann man schon an künftige Entwicklung anbieten. Später, wenn wir dann zusammensitzen, und ich weiß nicht, ob das, was dich beschäftigt hat, in dem Team zur Sprache kommen soll oder nicht, aber es ist auf jeden Fall gut, wenn du es in dir abgleichst, was in dir geschieht, während du im Team sprichst. Also, oder da können doch Entwicklungen nachkommen, Bilder, die jetzt da sind oder die unvollständig da sind, können auch durch neue ersetzt werden. Vielleicht träumst du es auch erst heute Nacht und morgen früh wirst du dich erinnern. Also ganz viele Anbindungen an künftige Entwicklungen, das, was man im NLP Future Pace nennt, an nachfolgende Suchprozesse, die lade ich
sehr häufig ein. Und eben an den Dialog zwischen den Bewusstseinsebenen, um dieses Vergessen beim Zurückkommen eher etwas zu dämpfen. Und die Vorbereitung an den Dialog mit den anderen und eben erlaubnisgebend. Es ist in Ordnung zu wählen, mit wem du sprechen möchtest und dort das zum Ausdruck zu bringen, was du offenlegen willst, ist auch völlig in Ordnung, Dinge nicht zu sagen und so weiter. Also dieses Vorbereiten von nachherigen Wirklichkeiten oder falls ich vorhabe, es etwa mit der Berufswelt in Verbindung zu bringen oder mit dem Liebesleben oder mit dem Umgang mit Jahreszeiten oder Gärtnern, dass ich auch diese Lebenssphären mal anspiele, sodass innerlich schon Verbindungen hergestellt werden. Ganz konkret für die Übung jetzt, ich werde euch gleich, ihr habt es ja auf dem Zettel, einladen, dass ihr, wir machen jetzt eine Zweierübung. A erzählt einen Traum, eine kurze Begebenheit, irgendeine kleine Geschichte. Jetzt nicht das größte Lebensdrama, das werden wir vielleicht nicht rundkriegen innerhalb von dieser Übung, aber irgendetwas, was auch nicht völlig belanglos ist, sondern was irgendwie ein bisschen berührt, bewegt. Und B analysiert jetzt die Geschichte, also wie jemand, der ein Drehbuchschreiber ist. Also was sind die wesentlichen Figuren, was ist die Szenerie, was sind die Elemente, was sind die Vorgänge, was sind die Erlebnisse in dieser Szene. Und das ist eine Vorbereitung, um daraus eine Abholgeschichte zu machen. Das heißt, es wird aus der Erzählsphäre herausgenommen und in eine andere Lebenswelt versetzt. Also als ich das geübt habe, hatte ich damals in der Zweierübung eine junge Frau, die hatte also erzählt, dass sie immer sehr vorsichtig ist, weil sie immer fürchtet, dass sich jederzeit rausstellt, dass sie keine Ahnung hat von Beratung und dass sie deswegen immer sich sehr kontrolliert, was sie den anderen zeigt und was sie nicht zeigt, aber dass sie das auch ständig angespannt macht und sie dadurch auch nicht in unbefangenen Kontakt mit anderen kommt. Und daraus habe ich dann eine Geschichte gemacht von Zwergen, die im Wald wohnen und die haben tiefe Höhlen und ein Zwerg, der hat in der Höhle immer nur den vordersten Raum zur Verfügung gestellt und wenn andere Zwerge vorbeikommen, dürfen die nur dort sein. Da war ordentlich aufgeräumt, aber auch ein bisschen langweilig. Und so sind die auch nicht gerne lange bei dem Zwerg geblieben, aber es war so in Ordnung. Aber der Zwerg, der war immer angespannt, dass ja keiner auf die Idee kommt, auch die hinteren Räume der Höhle sehen zu wollen. Das war dann die sogenannte Matching Metaphor, also in eine andere Lebenswelt versetzt die gleiche Story. Und dann, wenn man diese Matching Metaphor erzählt hat, kann man daraus eine Leading Metaphor oder wie ich das genannt habe, Ergänzungsgeschichte machen. Das heißt, eines Tages war wieder der Tag, an dem die Zwerge sich bei diesem Einzwerg versammelt haben. Der war aber im Wald beim Holzfällen gewesen und hatte so richtig schwere Wurzel rauszukriegen und hat es schlicht vergessen. Und wie er auf dem Heimweg ist, hört er schon von weitem fröhliche Stimmung und Lachen in seiner Höhle und da fällt es ihm siedenteils ein. Oh Gott, heute sind ja die Zwerge alle bei mir zu Gast. Das wird ein Desaster. Kommt aber näher und da ist so eine fröhliche und aufgeräumte Stimmung. Kommt hin, fällt schier in Ohnmacht. Alle Türen hinten in die hinteren Räume der Höhlen sind offen. Und die gehen da aus und ein und finden es ganz toll und sagen ihm, warum hast du uns eigentlich nie gezeigt, wie viele interessante Dinge du hast? Warum haben wir immer dieses Langweilige da vorne angucken müssen? Und dann war er völlig konsterniert in einer Weise, aber auch unglaublich befreit. Und das war dann die Leading Metaphor. Das heißt, ich habe eine Lösungsidee, die in einer alternativen oder anders sich weiterentwickelnden Geschichte formuliert waren, eben als Ergänzungsgeschichte formuliert. Und man hat die Idee jetzt, dass das auf dieser metaphorischen Ebene und eure Reaktion, emotionalen Reaktionen waren ja auch gleich so, dass sich das dann auch auf die horizontale Ebene, auf der die
die Geschichte am Anfang erzählt wurde, überträgt, ohne dass man dort eine direkte Intervention macht. Und das ist die Idee mit dem Storytelling. Also erstmal hören, wie man die Situation des anderen begreift, es auf eine andere Wirklichkeitsebene heben. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn auf der Ebene, auf der es vorgetragen wird, Empfindlichkeiten da sind. Das ist auch ein Stück Verfremdung. Es dort irgendwie abbilden, dazu eine Ergänzung oder Alternative entwickeln. Und manchmal hat man gar keine Hypothese, was das Problem ist, aber durch die Art und Weise, welche Ergänzungsgeschichte einem einfällt, erfährt man von sich selbst, welche Hypothese man hat. Wie ja sehr oft wichtig ist, dass wenn mir eine Lösung einfällt, dass ich die vielleicht nicht gleich sagen sollte, sondern an der Art der Lösung rückschließe auf meine Diagnose, die mir oft gar nicht richtig klar ist. Oder an der Art meines Verhaltens, meines Reflexes, den ich zeige. So, das wäre die Grundstruktur des Geschichtenstruktierens, des Geschichtenerzählens. Ja, ich glaube, ich lasse es dabei jetzt auch mal, dass es nicht jetzt zu sehr wieder ins Technische weitergeht, weil so ein bisschen ist jetzt schon auch so diese narrative Flair entstanden und ich nutze diese Welle, um euch in die Zweierübung zu bringen, entlang dem Designblatt, das ihr habt. Also ihr verteilt euch jetzt gleich auf das Gelände hier zu zweit, entscheidet, wer A und B ist, und bitte haltet euch an die Zeiten. Das geht auch. Man muss nur Zeit, Rollen und Fokusdisziplin gehört zu unseren Tugenden. Und beide übernehmen Verantwortung dafür, dass der Zeitrahmen auch eingehalten wird. Dazu ist eine Uhr gut. Und A erzählt jetzt ganz kurz eine Begebenheit und B hört einfach zu und konstruiert nachher laut zum Mithören für A, macht die Struktur der Abholgeschichte laut. Also da habe ich jetzt die und die Figur, ich habe die und die Situation, ich habe die und die Art von Konflikt oder Bedrängnis oder Spannung. So, das sind meine Elemente. Und jetzt überlege ich mal, wohin könnte ich das übertragen? Kampf der Gurken im Garten. Irgendwas. Da brauche ich jetzt drei Gurken. Ich brauche Aprilwetter, weil es ist mal so, mal so. Ich brauche die Bedrohung durch einen Geißbock, dass die Gurken nicht zu sehr sich miteinander beschäftigen, weil sonst der Geißbock kommt, die das nicht merken oder wie auch immer. Und dass ihr wirklich technisch wie Drehbuchschreiber eine Geschichte auf einer anderen Wirklichkeitsebene konstruiert, von der ihr glaubt, dass sie einige Parallelen hat zu der Begebenheit, die euch erzählt wurde. Das ist der konstruktive Teil. Und danach macht ihr ausdrücklich Stopp und dann erzählt ihr die Geschichte. Und was passieren kann, ist das, was ihr dann tatsächlich erzählt, was ganz anders ist als das, was ihr vorher konstruiert habt. Also das Die konstruierende Haltung sind andere Persönlichkeitsanteile als die erzählende Haltung. Und es gibt Leute, die sind relativ gut im Konstruieren, tun sich vielleicht eher ein bisschen schwerer im Erzählen, aber die Konstruktion einer Geschichte ist auch eine Erzählung. Und es gibt Leute, die kriegen mit dem Konstruieren gar nichts zusammen, aber wenn die anfangen zu erzählen, dann konfiguriert sich plötzlich die Geschichte. Da gibt es ganz viele Varianten. Erhebt keine großen Ansprüche an euch. Probiert einfach. Ihr habt ja kein Leistungsversprechen. Ja? Ihr könnt vor euch hin brabbeln und der andere kann sich was nehmen oder sein lassen. Eine Frage. Ja? Bei Punkt 3, ne? Wenn B die Geschichte an A erzählt, ja, dann braucht es keine Resonanz von Nein. A. Nein, nein, keine Resonanz. Das ist auch ganz wichtig, der die Geschichte hört, sollte jetzt da nicht hier nonverbal funken, so
So. Manche Leute können es ja nicht lassen, kontrollieren zu wollen, was der andere ihnen zu erzählen hat. Also nimmt einfach auf, wenn es ihm nicht schmeckt, sagt er immer, alles Projektion. Ist auf seinem eigenen Trip, ist auch gut, halten wir 20 Minuten aus. Das erzählt dann die Ergänzungsgeschichte, oder? Ah ja, das gilt für beide Geschichten. Das habe ich vergessen zu sagen. Die Abholgeschichte wie die Ergänzungsgeschichte. In Punkt 3. Ja. Und ihr könnt dann gleich die Abholgeschichte gleich mit Ergänzungsgeschichte erzählen oder ihr könnt beide Geschichten erzählen. Das ergibt sich dann aus dem Prozess. Und dann, bei der Konstruktion kann ich aber nur mal ein paar Gedankentropfen reinschmeißen. Genau, einfach Werkstatt und der andere da auf, mit Außenlautsprecher. Du kannst einfach laut denken. Ja, und dann wechselt ihr die Rollen. Ihr habt ja auf die Zeit geachtet. Ihr seid jetzt Halbzeit, wechselt die Rollen. Und dann macht ihr das Gleiche umgekehrt. Und dann kommt ihr zurück. Das heißt, ihr seid 16:45 wieder zurück. Und jetzt geht's los. So, es wäre ja eigentlich noch fast eine Minute Zeit, aber nachdem ihr alles so schön pünktlich da seid, können wir auch anfangen. Jetzt geht es ja um zwei Punkte nochmal. Das eine, weil ja das Thema Biografie und Faktor-Kongress auch ist, habe ich mir auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht, was eigentlich so mit Biografie und Lebensentwurf ist. Mache dazu ein paar Bemerkungen. Und wie dies mit den inneren Bildern zusammenhängt. Und danach werde ich generell noch ein bisschen was sagen, weil die Arbeit mit inneren Bildern ist für mich eine Arbeit, die in vieler Weise bildend für den Einzelnen und kulturbildend ist. Also warum das, was man eigentlich alles davon profitieren kann, wenn man diese narrativen Ansätze mehr verfolgt. Innere Bilder und Biografie. Zunächst muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen Lebensvollzügen, englischen Life Course und Life Script oder Lebensentwurf. Ich bin ja auch Transaktionsanalytiker und da hat man sich ja sehr viel mit den in der Kindheit entstehenden Lebensentwürfen beschäftigt, weil das damals psychiatrisch-psychotherapeutisch orientiert wird, eher mit den problematischen Lebensentwürfen. Und hat überlegt, wie man Menschen davon abhalten kann, einem problematischen Lebensentwurf zu folgen. Von dieser mehr pathologischen Betrachtungsweise haben sich verschiedene Transaktionsanalytiker gelöst, unter anderem auch Vanita English, von der ich nachher auch noch ein bisschen was sagen werde, und gesagt hat, der Mensch ist ein kreatives Wesen, ein sinnsuchendes, sinnerfindendes Wesen, und ist von daher immer dabei, sich zu irgendetwas hin zu entwerfen. Es möchte aus seinem Leben eine Story machen, die irgendwie Sinn macht. Aber die Lebensvollzüge entsprechen durchaus nicht immer dem, was da angelegt ist, was entworfen ist. Man muss sich nur überlegen, wenn äußere Einflüsse einbrechen, wie zum Beispiel Vertreibung, Flucht, was ja viele Menschen zurzeit erleiden müssen, dann entstehen einfach neue Konstellationen und das wird natürlich massive Einflüsse auf den Lebensvollzug und den Lebensverlauf haben. Insofern sind die eigenen Lebensentwürfe, so interessant die sind, ein Faktor, der bestimmt ist für eine Lebensentwicklung, aber weil der Mensch ja nie alleine ist, hat das ja immer auch mit den Lebensentwürfen anderer zu tun. Wer in Partnerschaft lebt oder gelebt hat, weiß, dass das so ist und kann ja mal sich gegenseitig anreichern, aber sehr oft sind wir uns gegenseitig nicht nur Inspiration, sondern auch Einengung. Und das ist dann immer eine Frage der Lebensbalance, wenn es einen Entwurf in einer Gemeinschaft gibt und der Entwurf des Einzelnen, der muss sich halt irgendwie arrangieren mit den Entwürfen der anderen, dass da ein lebbarer Lebensvollzug für alle Beteiligten
daraus entsteht und das nicht zu einseitig auf Kosten zum Beispiel von jemandem geht. Insofern sind es einfach die Kontextbedingungen, ob wir eine kleine Eiszeit haben oder ob wir zurzeit Gründerzeit haben nach dem Krieg. Da ist natürlich für alle Menschen, die unternehmerisch zum Beispiel tätig sein wollten, das war eine Angebotsmangelgesellschaft und jeder, der einigermaßen vernünftiges Angebot auf die Reihe gekriegt hat, hatte einen Markt gehabt. Wir haben heute ja ganz andere Verhältnisse. Alle Märkte sind angebotsüberladen, ist eine ganz andere Situation, für die man eben auch andere, also mit gleichen Talenten kann man heute nicht mehr das Gleiche erreichen und einen Lebensentwurf in einen Lebensweg umsetzen, wie man das vor einiger Zeit konnte. Und wenn man dann für eine Organisation in einer Branche ist, in der zurzeit einfach der Markt wegbricht, dann sind das Einbrüche, mit denen man umgehen muss. Und es können natürlich kritische Lebensereignisse sein. Tod wichtiger Menschen, Krankheit, was immer. Und Zufälle. Es gibt einfach Sachen, die passieren, zum Glück, ganz positiv oder saublöd. Also zum Beispiel, dass ich Dr. Phil werden konnte, hat damit zu tun, dass die Schlange vor der Rückmeldung in der BWL-Fakultät zu lang war und die Schlange vor der philosophischen Fakultät war viel kürzer. Und dann habe ich mich einfach die Fakultät gewechselt, was man als Handelslehrer konnte. Man konnte da oder da sein. Nach dem Examen habe ich festgestellt, dass ich deshalb promovieren kann in Psychologie und Pädagogik. Das hätte ich als Angehöriger der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nicht gekonnt. Passiert. Dumm gelaufen. Ja, ich wusste zwar nicht, was Dr. Phil sein soll, aber im Lauf des Lebens habe ich das, glaube ich, begonnen auszufüllen. Also es war sozusagen auch in einer Weise ein Vorschuss auf eine künftige Entwicklung. Ja, und die Art und Weise, wie man sich anpasst, welche persönlichen Anpassungsmechanismen man hat, ob man eher zum Beispiel auf die Dinge zugeht oder ob man eher persönlich, eher, wenn es schwierig ist, in Rückzug geht und welche Tradition man da zum Beispiel auch in der eigenen Familie hatte, was da der Stil zu Hause ist. Generell Evolution, ich beschäftige mich sehr viel mit Evolution, es muss Anpassung sein. Kann sehr kreativ sein, aber wem es nicht gelingt, in einen lebensfähigen Austausch mit den jeweiligen Umständen, in denen er lebt, zu kommen, der wird schlicht aussterben. Also, wem Anpassung gelingt, der überlebt und da ist die Evolution brutal und Einzelschicksale interessiert offenbar die Evolution nicht. Das ist ein bisschen kränkend, aber so ist es halt. Die Lebensentwürfe, die man sich macht, habe ich auch so ein paar Faktoren zusammengetragen. Das eine ist die Wesensart, also Talente und Ambitionen. Also ich wusste zum Beispiel nicht, im Laufe der Zeit merkt man, wenn man besondere Talente hat, merkt man das ja oft gar nicht. Ne? Man denkt ja, jeder kann das. Also ich habe zum Beispiel ein besonderes Talent, kategorisch zu denken. Wenn eine Kategorienverletzung im Denken stattfindet, ist es was, was mir körperlich wehtut. Dafür kann ich mir Menschen nicht merken. Also ich, von meiner Wesensart ist es einfach von meinen Talenten gar nicht möglich. Ich habe jetzt auch nicht, da mal Ambitionen hätte ich schon, vielleicht der beliebteste von allen zu sein, aber Talent dazu habe ich nie. Und im Laufe der Zeit merkt man halt irgendwie, man kann sich schon auch, es kann ein bisschen aufbessern, aber es geht nicht endlos. Irgendwo muss man eben auch mit dem Holz, aus dem man ist, leben und sehen, was man daraus schnitzen kann. Und man kann nicht aus jedem Holz alles machen. Das weiß man nur nicht. Man weiß nicht, ob man sich nur nicht genügend anstrengt oder nur nicht genügend Chancen hat. Oder ob man auch einfach Begrenzungen hat, mit denen man leben muss. Das gehört zu einem lebenslangen Entwicklungsprozess, dass man das herausfindet und damit irgendwie gut umgeht. Ambitionen,
ist bei mir in dem Bild vom Zirkusdirektor. Ich will der Welt was zeigen. Und ich will, ich habe jetzt auf der Reise zum lieben Kollegen gesagt, ich will eine Kirche bauen. Das ist auch eine Metapher, die mich anrührt. Ne? Der Baumeister, der an einer Kirche baut, obwohl er weiß, dass nicht mal seine Kinder dort getauft oder seine Kindeskinder dort getauft werden, weil sie noch nicht fertig ist und trotzdem das Bedürfnis hat, dort Spuren zu hinterlassen. Ich weiß nicht, warum das in mir ist. Ich kann das jetzt familiär nicht gut verfolgen. Ich merke das und meine Frau regt sich natürlich darüber auf. Du denkst immer, du musst Monumente setzen. Es ist aber einfach wahr. Während meiner Frau bedeutet es gar nichts, dass etwas von dem, was sie denkt, irgendwo schriftlich steht oder veröffentlicht wird oder von vielen Menschen geteilt wird. Für sie bedeuten andere Dinge was. Da ist man halt, wie man ist. Und man muss zusehen, dass man das kapiert und versucht, das Beste daraus zu machen. Dann gibt es Ausstattung und Aufträge durch die Familie. Bei uns zu Hause war jetzt nicht so das ermutigende Klima. Das, was ich am emotional am meisten besetzt in mir fühle, ist, dass meine Mutter mal zu mir gesagt hat, du bist aber tüchtig. Ja? Und deswegen ist eine Ausstattung und auch von dem, was mir wichtig sein kann, und der Auftrag ist, sei tüchtig. Und mein Vater, alles Schwaben, der hat zu mir gesagt, in einer, wie ich damals peinlich altklugen Weise fand, du kannst machen im Leben, was du willst, du musst es nur selber bezahlen. Und ich dachte, wieder so ein Kniggerspruch. Aber daraus ist eigentlich ein Lebensmotto für mich geworden. Im Sinne von, du kannst machen, was du willst, und musst es aber mit den Ressourcen, über die du verfügst und die du dir erarbeiten kannst, machen. Und ich erlebe so viele Menschen um mich herum, die haben Ambitionen, die sie mit den Ressourcen, die sie selbst bereitstellen können, nicht erreichen können. Und da habe ich eigentlich einen ethischen Anspruch von meinem Vater geerbt, den ich mittlerweile sehr gut heiße für mich. Aber da spielen halt sozusagen Haltungen, Meinungen, Kulturströme einer Familie eine Rolle. Und ich sage auch immer, der Bateson hat ja mal gesagt, it takes 3 generations to produce a schizophrenic. Ich sage, es braucht 3 Generationen, um jeden Charakter zu bilden. Wenn man verstehen will, wer man ist, muss man eigentlich einen Entwicklungsstrom in, würde ich sagen, mindestens 3 Generationen angucken. Und die Idee der Selbstschöpfung und der Individualität, wenn man mal guckt, Großeltern, Eltern und so, da merkt man sehr oft, dass man in vielen Dimensionen ein weiteres Glied einer längeren Kette ist. Also mein Großvater, den ich praktisch nicht erlebt habe, alle Großeltern sind eigentlich gestorben, bevor ich geboren bin, der war aber ein sehr begabter Schreiner. Und ich erinnere mich, mit welcher Hochachtung, obwohl meine Mutter sonst dieser Familie gegenüber jetzt nicht die respektvollste war, aber mit welcher Hochachtung sie mir ein Möbelstück gezeigt hat und gesagt hat, das hat dein Großvater gemacht. Und das ist halt schon auch eine Botschaft, das ist auch in dir. Und meine Mutter war als Schneiderin, hat einen kleinen Betrieb geführt, hat auch alle Kollektionen selbst designt. Mein Vater war leider in einer Kleinmöbelfabrik und hat dort die Möbel selbst entworfen. Es war mir aber nie klar, dass diese Designkompetenz, weil sie in einem ganz anderen Feld angesiedelt war, dass das eigentlich durchaus eine konsequente Entwicklung über Generationen hinweg ist. Also es lohnt sich, da sich durchaus, und je älter man wird, desto tröstlicher ist es auch. Man muss auch dann nicht alles hinkriegen. Man kann dann bis zum gewissen Moment kommen. Wenn man biologische Nachkommen hat, kann man vielleicht denen einiges überlassen. Wenn nicht, wenn es über die Gene nicht geht, müssen wir es über die Meme machen. Also über die Kulturgene, die wir an andere, mit denen wir biologisch nicht verwandt sind, weitergeben. Und nachdem mein Sohn ja gestorben ist und meine Tochter einiges übernimmt, aber sonst andere Pläne im Leben verfolgt, versuche ich es natürlich eher mit den Memen, also ein Kulturerbe an jeden, der es nehmen mag, zu hinterlassen. Was sich zum Beispiel darin zeigt, dass ich das Unternehmen an eine Stiftung verschenke,
also nicht in der Familie halte und dem sozusagen versuche, das, was wir als Kultur, und natürlich nicht nur ich allein, sondern die ganzen Menschen wie Markus und viele andere, die im Laufe der Jahre das mitentwickelt und mitgetragen haben, dass das auch der Gesellschaft zurückgegeben wird und auf diese Weise. Aber das Prinzip, ihr könnt alles machen, aber ihr müsst selber bezahlen. Also zum Beispiel die Strenge, auch wenn wir verschenken, erwarten wir von den anderen eine Gegenleistung. Wir wollen nicht einfach nur Geld mit der Gießkanne ausstreuen. Also dass jemand Mitverantwortung übernehmen muss und mit investieren muss, damit es nachhaltig die Suppe auch immer wieder nachgekocht wird, von die alle löffeln wollen, und dass die Leute nicht sich darin nur gefallen können, den größten Löffel mitzubringen, sondern dass sie auch kochen müssen, damit auf Dauer alle Suppe kriegen. Das sind schon Prinzipien, die kann ich über die Generation und manchmal über die scheinbar dummen Sprüche durchaus als kulturbildend auch in meinem Lebensweg sehen. Ja, Lebensgefühl war bei uns im pietistischen Schwaben jetzt nicht unbedingt Kölsch. Vielleicht liegt es auch nicht in meiner Seele. Also das Dionysische ist jetzt nicht mein Talent. Bin eher apollinisch ausgerichtet. Das finde ich auch manchmal schade. Ich wäre so gern auch mehr trunken von Genuss, Seligkeit, Ausschweifung. Bin da unmusikalisch leider. Also mache ich es halt mit dem, was ich kann, aber ich verachte nicht die anderen, die das können. Sondern ich habe sehr wohl im Laufe des Lebens kennengelernt, dass die eben von der anderen Seite kommen und dass man daraus auch was Schönes machen kann. Und das Milieu, in dem man aufgewachsen ist, ich bin im Hungerwinter 46 geboren, mit aufgetriebenem Bauch und konnte nicht gestillt werden, war angeblich durchaus am Leben gefährdet, und bei uns zu Hause wurde nichts weggeschmissen, und das dulde ich auch heute noch nicht. Und ich finde, diese Verschwendungskultur finde ich obszön. An der kann und will ich mich nicht beteiligen. Aber das muss ich jetzt nicht sozusagen vom Über-Ich her machen, das ist in mir. Ja, prägende Lebenserfahrung. Klar, ich habe von Kindheit an den Schulferien gearbeitet, beim Handwerker und so. Also das Verantwortung übernommen, Reitverein, Bandleader und also Sachen, das prägt alles, ohne dass man das recht weiß, wer man später ist. Ich glaube, die wesentlichen Prägungen habe ich eher durch solche Sachen erfahren, nicht durch Schule. War schlechter Schüler, kommt noch dazu, durchgefallen, beinahe zweimal. Ja. Und solche Schlüsselerlebnisse oder häufige Erfahrungen, die verdichten sich, glaube ich, auch in diesen inneren Bildern. Und man ist sich oft gar nicht recht klar, was einen da alles bewegt. Und mich interessiert schon, wer ich bin. Und deswegen halte ich da Dialog mit solchen Bildern. Die Frage ist immer, wie sehr kann man das Leben planen? Ein bisschen schon, aber auch nicht zu viel. Da gibt es jetzt ganz verschiedene Sprüche. Wenn ich von Robert Major, programmierter Unterricht, 70er Jahre, stand der Spruch, wer nicht weiß, wohin er will, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er woanders hinkommt. Klar, Mensch plant, Gott lacht. Auf der anderen Seite wissen wir alle, wenn wir zu viel planen, kommen wir nirgends wohin. Also man muss auch den Mut entwickeln, ohne recht zu wissen, was man tut, aber in etwa die Richtung erahnend einfach mal zu gehen. Und wir alle kennen auch die Erfahrung, dass der Weg dann beim Gehen entsteht. Und es sind dann oft ganz andere Wege. Und das ist ja auch in der Organisationsberatung, im Unternehmertum so ein Problem. Wir viele Sachen, die wir irgendwie anstoßen, wir wissen nicht genau, was wir tun. Aber wir können auch nicht ewig warten, bis wir es wissen, weil dann auch nichts passiert. Also diese Balance zu finden, ist im persönlichen Leben wie auch im Leben einer Organisation ganz wichtig. Und von daher muss das Leben praktisch immer entschieden werden, viele Schritte, bevor man versteht, worum es geht, weil man es erst im Nachhinein versteht. Man kann versuchen, das ein bisschen zusammenzubringen im Laufe der Zeit. Also von daher hat jede Vorstellung, dass ein Lebensentwurf so ganz ordentlich vor sich geht, sich bei mir aufgelöst, und auch, dass Evolution ganz ordentlich vor sich geht. Ich komme immer mehr zum Schluss,
dass jedes Leben unendlich viele Wurzeln und Verzweigungen hat und die Evolution sich vor keiner Zweckentfremdung und vor keinem Kompromiss scheut. Also da gibt es die Baggerfirma, die nachher eigentlich ein Bankhaus wird. So wie es aber in der Evolution zum Beispiel Amboss und Steigbügel im Ohr, was heute ein Hörorgan ist, kann man viel entwicklungsbiologisch auf ein Zangenwerkzeug eines Krebses zurückverfolgen. Muss man sich mal vorstellen. Welche Transformation da die Evolution macht. Und sie macht auch jeden Kompromiss. Es ist ja völlig blödsinnig, durch ein und dieselbe Röhre sowohl zu atmen, als auch Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Würde heute kein Ingenieur konstruieren. Macht die Evolution und es scheint immer noch der relativ beste Kompromiss zu sein. Das gilt auch für andere Körpereingänge. Also, sagen wir mal so, da bin ich viel, viel weniger puristisch geworden. Und man weiß ja jetzt mittlerweile, je mehr sich die Menschheitsgeschichte abzeichnet, dass das überhaupt kein Baum ist, sondern ein Kreuz und Quer sich verästeln. Dass die Neandertaler mit dem ersten Beginn den Homo sapiens und da noch ein bisschen Erectus mit drin und so hin und her. Und dann ist halt je nach Klima und Vegetation irgendwas entstanden. Und das hat sich dann wieder in was Neues verwandelt. Also da finde ich ich finde es befreiend. Dann muss man auch nicht so ordentlich und so geradlinig sich entwickeln. Dennoch ist es schön, wenn man es nicht einfach irgendwie werden lässt. Sonst gilt wieder Robert Major, wer nicht weiß. Braucht sich nicht zu wundern, wenn er woanders ankommt. Ja, was ist zu tun mit den Bildern? Also wenn wir solche Tendenzen versuchen, über die Bilder zu verstehen, manche Bilder sind verschüttet und müssen ausgegraben werden. Das gilt sowohl für Bilder, die Einfluss auf unser Leben nehmen, die wir aber nicht klar haben, also die den Abwehrmechanismen zum Opfer fallen. Da ist manchmal ganz gut, wenn man das feststellt. Aber es gilt auch, wie in dem Beispiel von diesem Markthändler, für Zweige, die in einem sind, die irgendwie kulturell durch Ächtung, durch Loyalitätsdynamiken sozusagen aus dem Repertoire meiner Möglichkeiten ausgeschlossen sind, obwohl ich diese Kulturmeme in mir habe, kann es sehr sinnvoll sein, das auszugraben und mir wieder zu eigen zu machen, beziehungsweise mich einfach wo zu bedienen. Das machen wir ja so, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, dass wenn zum Beispiel in der heutigen Zeit, in der die Märkte total Angebot überlastet sind, müssen wir alle Grundfigur des Sich-Zeigens der Welt und Sich-Attraktiv-Machens, wenn wir dafür keine Bilder in unserem Hintergrund haben und wollen aber unternehmerisch tätig sein, weil wir zum Beispiel tolle Ideen für Produkte haben oder einen tollen Umgang mit Menschen, die zusammen ein Unternehmen darstellen, dann müssen wir uns an das irgendwie anschließen, auch seelisch bejahend. Und ihr alle kennt vielleicht Gründerfiguren, die mit Teilperspektiven lange Zeit sehr erfolgreich waren, die aber dann nicht neue Bilder, prägende Bilder in die Shared Vision der Organisation und in ihre persönliche Vorstellung, wann man gut Unternehmer ist, aufgenommen haben. Und manche Unternehmen gehen daran ein, an dieser perpetuierten Einseitigkeit. Also das kann manchmal, und das ist eben nicht nur eine Sache der Sachanalysen von Kompetenzen, sondern auch eine Sache von inneren Bildern, also eigentlich von Religion. Der Tomasz Sedlacek sagt, Wirtschaft ist eigentlich Religion, die verbreitetsten Religionen weltweit. Also am Ende gründet alles eigentlich in Glaubensdynamiken und Sehnsüchten von Menschen und vermeiden von beängstigenden Erfahrungen. Ja, also sie sind manchmal unvollständig, müssen ergänzt werden, manchmal aus dem Repertoire, das da ist, aber zu dem man sich nicht genügend in Beziehung setzt, manchmal durch Repertoire-Ergänzung und man muss gucken, ob das geht. Der Viktor Frankl hat gesagt,
jeder Mensch hat von daher seine Charakteristika. Und wenn zwei Menschen zusammenkommen, ist eigentlich von vornherein das Spektrum dessen, wie die Beziehung sein kann, dadurch definiert. Er sagt aber auch, wenn durch Begegnungskompetenz ein Mensch häufig bestimmte neue Erfahrungen macht, dann sedimentiert er diese Erfahrung auch in die eigene Wesensart und wird sozusagen in das Repertoire seiner Beziehungsmöglichkeit nach und nach aufgenommen. Aber das ist manchmal ein generationsübergreifender Prozess. Das geht nicht so schnell. Aber man ist eben trotzdem einem Beziehungsschicksal nicht ausgeliefert, weil man diese Beziehungsdynamiken, an denen man Anteil haben kann, auch erweitern kann. Aber das folgt einer anderen Logik und auch anderen Zeitvorstellungen. Und das sagt die Idee, wenn ich nur kompetent genug bin, ist alles erreichbar. Die ist sicher begrenzt, aber es stimmt auch nicht, dass man einfach nur bei seinen Leisten bleiben muss. Also das ist so ein Mittelweg. Das hatten wir schon, dass durch schwierige Erfahrungen oder Tabus was blockiert ist, dass zum Beispiel eine Frau das Erbe der Mutter nicht antreten kann, weil die bei der Geburt gestorben ist. Und es immer hieß, wenn du nicht gewesen wärst, würde sie noch am Leben sein. Also sozusagen eine psychische Dynamik ist, dass man eigentlich das Wesen der Mutter nicht in sich aufnehmen kann und ihre berechtigte Erbin ist und das auch ausleben kann. Oder man meint, wenn man das tut, dann muss man das praktisch für die Mutter ein Leben mitleben und deren Ideale, die auf diese Weise sich nicht erfüllen konnten, miterleben. Da geht es manchmal bis in die psychotherapeutische Arbeit rein, dass man da für sich klärt, welchen Weg man gehen kann und welcher zu einem passt. Ja, und von daher ist es auch einfach wichtig, das haben wir vorher ein Beispiel gehabt, dass biografische Erfahrungen und Erlebnisse auch auf neue Felder übertragen werden. Es ist nicht so, dass die sich automatisch übertragen. Wir haben in der Persönlichkeit oft das, was ich so eine Art, so eine interne Barrieren, dass wir Lebenserfahrungen in einer Welt nicht automatisch umwandeln in Lebenserfahrungen der anderen Welt. Also zum Beispiel, dass wir, wenn wir beziehungskompetent sind in Privatbeziehungen, das nicht automatisch heißt, dass ich beziehungskompetent werde in bestimmten Rollen. Und dass ich das nicht, oder dass ich manchmal private Beziehungen pflege, um die Kompetenz rüberzunehmen und nicht lerne, diese Kompetenz rollengemäß in Rollenbeziehungen rüber zu übernehmen. Und es sind auch nicht alle Bildungssysteme, die das angemessen vertreten. Also diese internen Transferleistungen zwischen Sektionen des Erlebens und der Wesensart. Ja, und dann Lebensphasen bedingt gibt es natürlich auch Unterschiede. Ich war ja vieles leidenschaftlich über Jahrzehnte, aber irgendwann erschöpft sich auch das schönste Leben und man kann was anderes anstehen. Dieser Schnecke bin ich begegnet in Sizilien mitten am Tag. Die versuchte eine Asphaltstraße zu überqueren, völlig von außen gesehen hirnrissig, aber sie machte das halt und in ihrem Tempo. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, das ist jetzt mein neues Wappentier. Und ihr könnt ja auch bei euch mal gucken, so, was die bisherigen Wappensymbole, Tiere waren und ob vielleicht für neue Lebensphasen oder für neue Lebensbereiche neue Wappentiere ganz gut wären. Denn die Wappentiere, die auf den heutigen Wappen sind, die sind auch alle irgendwann mal kreiert worden. Manche sogar ziemlich schematisch, einfach draufgesetzt und trotzdem wurden sie im Lauf des Vollzugs eines Stammes, einer Kultur langsam adoptiert und wurden auch zum lebendigen Seelenbild. Ja? Ich habe es nicht bis zu Ende beobachtet, die Wabe. Aber sie war so guten Mutes unterwegs, ich habe keinen Zweifel daran gehabt, dass sie es schaffen wird. Also wenn die mitten auf der Straße noch so drauf ist, dann schafft sie es. Ja, der Peter Schellenbaum, vielleicht eine kleine Unterscheidung. Da kann ich vielleicht auf ein Lesebuch, das ich gerade rausbringe, das gibt es jetzt demnächst dann auch als PDF, für Netzwerkmitglieder auch kostenlos, sonst 2,99 oder 3,99. Da habe ich ja viele Ausbildungen gemacht.
Und da habe ich ein Lesebuch drüber geschrieben, in dem ich sozusagen die Essenzen all dieser Gründer und Schulen, die ich in mir aufgenommen habe und die heute noch wirksam sind in der Kultur des ISB, erzähle viele Storys und so, weil ja heute so viele andere Anforderungen da sind, dass die meisten Leute so viele Ausbildungen hintereinander, nebeneinander, wie wir das damals gemacht haben, nicht mehr machen können. Trotzdem wäre es schade, wenn viele der Essenzen auf diese Weise nicht genommen werden könnten. Und da ist zum Beispiel ein Jungianer, Peter Schellenbaum, den ich heute ja schon mal erwähnt habe, zum Thema Leitbilddistanz, Spiegelbild, also sehr viel im Bereich Identitätsarbeit Vorlagen geliefert hat. Und der, was wollte ich jetzt von ihm erzählen? Der unterscheidet zum Beispiel zwischen Dingbildern und Wirkbildern. Das finde ich, das ist eine sehr einfache Unterscheidung, die hat mir aber immer irgendwie geholfen. Es gibt Bilder, die vielleicht kulturell hochgeladen sind, wie ein Kruzifix, die aber einfach nur Dinge sind. Also zum Beispiel, wenn Don Camillo das Kruzifix nimmt und damit versucht, den Pepone zu verhauen. Da ist das jetzt, glaube ich, an der Stelle kein besonders seelisch bewegendes Symbol, sondern könnte auch ein Knüppel sein. Aber das Beispiel, das ich manchmal erwähne, ist, plötzlich sehe ich einen Schraubenzieher und bin ergriffen von diesem Schraubenzieher. Ein einfaches, billiges Ding, das aber was ganz Spezielles machen kann, das man ohne Schraubenzieher einfach nicht machen kann. Und so ist, und das ist ein Wirkbild, also Bilder, die etwas in der Seele bewegen. Und natürlich geht es nicht darum, tote Bilder anzusammeln, auch wenn die hochgeratet werden derzeit in der Gesellschaft, sondern es geht darum, Dialog mit Bildern zu halten, die eine Bewegung in der eigenen Seele, in der eigenen Entwicklung repräsentieren und zu verstehen, wofür das steht. Das ist auch, da komme ich dann gleich drauf. So, also ihr dürft euch auch was Neues aussuchen, aber es sind auch solche Bilder, ich habe dieses genommen für einen Spruch in dem Fall, eines angeheirateten Onkels, der eines Tages sagte zu meiner Frau, also seiner Nichte, weißt du, Irene, das mit dem Altwerden ist wie mit der Rose. Nicht wie sie erblüht, ist entscheidend. Wie sie verblüht, macht ihre Schönheit. Da hat man doch noch was dran, wenn man älter wird. Und jetzt habe ich da eben im Schlosshof von den Rosen welche genommen, die noch jung sind und am Erblühen sind. Das können die meisten. Aber das ist eine Rose, die kann auch schön verblühen. Manche werden ja einfach nur stumpf und faulig und fallen ab. Das will man ja nicht so gern haben als Bild. Also auch da könnt ihr euch bedienen. Ja, es gibt, von daher tue ich jetzt auch immer öfter Bezug nehmen, was kann man insgesamt aus dieser Arbeit mit inneren Bildern lernen, selbst wenn man jetzt gar nicht unbedingt selbst so viel ausdrücklich mit Bildern arbeiten will. Ich glaube, es ist eine Einladung in ein erweitertes Weltbild. Also ist der Mensch nur ein Nutztier oder ist ein narratives Wesen? Ich meine, mehr ein narratives Wesen. Er sollte auch ein Nutztier sein, finde ich durchaus. Kommt meine pietistische Prägung wieder durch. Ich weiß, dass auch für Kultur und Evolution wichtig ist, welche, die gar keinen Nutzen stiften und trotzdem einfach da sind. Ist aber nicht unbedingt meine Liga. Also ich brauche schon auch ein bisschen Nutzen, aber nicht irgendeinen Nutzen, schon gar nicht einen ausgenutzt werden, sondern es sollte auch damit eine Sinnstory verbunden werden. Ich möchte schon, dass mein Leben nicht einfach nur irgendwie gut gelaufen ist und viel Geld verdient oder so, sondern es soll schon eine Geschichte werden, in der ich mich ganz gern wiedererkenne. Und ich glaube, die Menschen haben auch dieses Bedürfnis und ich vermute mal, dass das wirklich ein Unterscheidungsmerkmal zum Tier ist. Also mit Werkzeuggebrauch und all das merkt man ja,
wenn man sich für Tierforschung interessiert, was ich tue, dass ja selbst die Werkzeugherstellung ja sogar Identitätsbewusstsein in gewissem Maße auch im Tierreich vorkommt. Aber ob Tiere daran interessiert sind, aus ihrem Leben eine Story zu machen, da habe ich jetzt bisher noch keinen Beleg für gefunden. Vielleicht lernen es die Computer schneller. Weiß man nicht. Ja, ich habe heute Morgen das schon vorgegriffen. Also und auch was die Organisation betrifft, denke ich auch, das ist jetzt mein Weltbild, Organisationen sind einfach nicht nur Erzeugungs- und Versorgungssysteme, sondern sie sind auch Kulturgemeinschaften. Und für die meisten Menschen sind die Organisationen, für die sie arbeiten, in denen sie arbeiten, auch Lebensumwelten. Und deswegen muss eine Organisation möglichst auch eine gewisse Lebensentfaltung für die darin tätigen Menschen bieten. Das ist einfach eine Wertorientierung. Und wenn ich das Gefühl habe, dass eine Organisation nicht interessiert ist und keine Chance, das zu tun hat, kriegt sie meine Lebenszeit zumindest nicht, um sich zu entwickeln. Weil Geld kann man nach wie vor nicht essen. Ja, und mein Begriff von Seele habe ich heute Morgen schon gesagt. Wir adoptieren Bilder aus dem Leben und die geben uns eine Idee darüber, wie wir sind in unserem Wesen. Ich habe da mehrere Beispiele in dem Büchlein drin, ich will nur eins mal erwähnen. Zum Beispiel, warum ist mir aus dem ganzen Vietnamkrieg ein Bild geblieben, das nämlich in einer Randnotiz mal stand, dass Ho Chi Minh seine Jacke immer selbst geflickt hat. Ja? Was erzählt das über einen Menschen, dass von den vielen Bildern und Ideen, die einem aus so einer wichtigen Zeit bleiben kann, gerade diese politisch natürlich völlig nebensächliche Sache bleibt? Warum habe ich das adoptiert? Warum ist gerade das in meinem Netz hängen geblieben? Es sagt was über mich. Heute ist ja Gehirnforschung schon wieder eine langsam etwas abflauende Modewelle, also jetzt alles brainmäßig zu erklären. Gott sei Dank flaut es wieder ab, weil da ist vieles massiv übertrieben worden. Aber mir ist geblieben ein Begriff, ich weiß nicht, ob das von Maturana war oder von jemand oder von Brebrim, glaube ich, der sagte, das Gehirn ist eine Meaning-Making-Machine. Also das ist eine der Hauptfunktionen des Gehirns, aus den vielen Varianten, wie man sich steuern kann, eine bedeutungsvolle Variante zu entwickeln. Und das Gehirn ist ungeheuer schnell, das zu machen. Also wenn man gerade diese Hellingersche Sache, diese Aufstellung, wo dann ganz schnell scheinbar objektive Phänomene entstehen, oder wenn man dann Wiedergeburtstherapien und so Sachen macht. Ich persönlich schaue auf diese ganzen Dinge eher als eine ungeheuer schnelle und große Kultur- und bilderschaffende Leistung von Systemen. So, und dass das Gehirn das in einer Geschwindigkeit kann, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen entsteht natürlich auch Wirklichkeit oft dann mit einer nachfolgenden Plausibilität, dass man denkt, das ist objektiv in einer Geschwindigkeit, die man gar nicht mitkriegt. Deswegen ist es gut, sich zu üben und zu merken, es könnte auch alles ganz anders sein. Und man kann es anders arrangieren und dann entstehen auch andere Wirklichkeiten. Der Wirtschaftswissenschaftler Fehr an der Universität Zürich zum Beispiel, der zeigt ja auf, wie sehr Menschen neue Kulturumgebungen brauchen, um andere Menschen sein zu können. Da geht es zum Beispiel um Fairness. Der sagt, er kann sich am Hauptbahnhof in Zürich 10 Leute rausnehmen und er kann Konstellationen machen, dass sich jeder von denen wie ein Schwein benimmt nachher. Aber er kann auch Konstellationen schaffen, dass die gleichen Menschen sich anständig und fair benehmen und dass sich das in deren Gruppenkultur etabliert. Und das geht so blitzschnell. Und wir sind noch ganz am Anfang zu studieren, wie Kultur eigentlich entsteht und stabilisiert wird. Wir unterschätzen total,
wie sehr wir uns ständig Signale in einer uns vertrauten und gewohnten Kultur zusenden, selbst wenn wir diese Kultur nicht gut finden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zum Beispiel Bildungskonzepte entwickeln, die mehrere Menschen, die zusammen im realen Leben Kultur gestalten, in ihren Organisationsrollen bezogen auf ihre Aufgaben dort relativ gut simuliert in den Kontexten dort neues kulturelles Zusammenspiel lernen, weil die sonst keine Chance haben gegen die auch durch sich selbst transportierten alten Kulturgewohnheiten neue zu entwickeln. Das ist ein total unterschätztes Phänomen und auch noch ein weitgehend unerforschtes Phänomen. Da gibt es meist nur, finde ich, sehr primitive Hypothesen, ja, wenn die dann zurückfallen in das Alte, das geht halt nur um Macht. Oder die wollen es ja eigentlich nicht anders, sieht man ja daran. Das greift für mich alles zu kurz. Ich glaube, dass wir die Größe der Aufgabe, Kultur zu schaffen und zu pflegen und zu stabilisieren und die didaktische, lernkulturmäßige Aufgabe, die damit verbunden ist, noch gar nicht ganz begriffen haben. Also da glaube ich, da wird noch einiges kommen. Schön, wir haben ja mal eine Tagung gemacht, Gehirn und Organisation, um die parallele Konzeptbildung uns anzugucken. Interessant an dem Gehirn finde ich, dass es eben mit Vernetzung und Resonanz arbeitet. Es werden zwar Hierarchien gebildet, die ist aber nicht von oben nach unten oder wie, sondern es wird situativ bedingt, bilden sich Assoziationsketten des Funktionierens über das ganze Gehirn verteilt. Und das Gemeinsame ist, dass sie zusammen aktiv werden und dadurch ein Resonanzsystem entwickeln. Das finde ich ein ganz schönes Bild, auf diese Weise auch über Organisation nachzudenken. Weil einem das andere Ideen gibt, was man veranstalten muss, dass sich neue Resonanzsysteme in Organisationen entwickeln. Ja, und nachdem wir natürlich Resonanz nicht direkt schulen können, ist da eben die Arbeit mit Bildern und Erzählungen und einen gemeinsamen Erzähl-, Visions- und Kulturraum zu schaffen, einfach ein wichtiges Mittel, um neue Resonanzfelder entstehen zu lassen. Das ist aber nichts, was man eben durchorganisieren kann. Da muss man sich auf Unwägbarkeiten von Kultur einlassen und damit rechnen, dass man viele Einflüsse überhaupt gar nicht kennt und trotzdem was tun muss. Ich habe ein älteres Schaubild, will ich nur noch mal erwähnen. Ihr findet das alles auf der Website bei uns, wenn euch das näher interessiert. Wir gehen oft selbstverständlich davon aus, dass wir wissen, was Beziehungen sind. Aber kann man ganz verschieden angucken. Wenn ich denke, Beziehung ist zusammengehöriges Verhalten, dann werde ich Verhaltenstherapeut. Wir alle wissen aber, dass selbst wenn Leute sich nicht besonders gut verhalten, man aber die Haltung durchspürt, die zueinander passt und die gut ist, dann kriegen sie es doch zusammen hin. Manchmal ist das Verhalten durchaus in Ordnung, aber die Haltungen stimmen nicht. Dann ist ein ganz anderer pädagogischer Ansatz, wenn ich an Haltungen arbeite. Oder wenn ich davon ausgehe, dass Menschen Mythen, also Lebenserzählungen, an denen sie interessiert sein könnten, im Hintergrund haben, die irgendwie aufgehoben sein sollten in einer Unternehmenskulturentwicklung, dann mache ich wieder einen ganz anderen Ansatz, um Beziehungspflege zu entwickeln. Und wenn ich denke, dass es gar nicht immer um ihre ganz persönlichen Mythen geht, sondern dass dort Geschichtsströme, Volkskulturen, Fragen von Schuld und Sühne, die noch nicht aufgelöst sind, zusammenfließen und an der Stelle begegnen, habe ich wieder eine ganz andere Ebene. Was da jeweils in Vordergrund sollte, womit wir umgehen wollen und was wir hoffen, dass sich im Hintergrund von selber löst, wenn wir halt eine Bearbeitungsebene wählen, das muss man im Einzelfall sehen. Ich will da kein neues Schema draus machen. Und wir haben, das ist ja eines unserer Kommunikationsmodelle, von daher deutlich gemacht, dass es um Dialogfähigkeit geht, und zwar innerhalb der Menschen und zwischen den Menschen. Weil die Menschen voneinander unbewusst
sehr wohl Strömungen im Hintergrund wahrnehmen. Und wenn die damit wenig in Kontakt sind oder sich wechselseitig darüber nicht ins Gespräch bringen können, dann sind sie dem ausgeliefert. Das kann manchmal super sein und kann manchmal sehr schwierig werden. Und da habe ich schon ein bisschen das Bedürfnis, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir, soweit es möglich ist, da auch dialogfähig werden. Ja, und von daher kommen wir auch einfach zu einem vielfältigeren Verständnis von Wirkbildern. Das ist jetzt nur noch mal benannt, was wir die ganze Zeit sprechen. Also, wie kann man sie charakterisieren? Also, wie kann ich lernen, ein Bild zu beschreiben in seinen Charakteristika? Ich glaube, ein bisschen davon habt ihr zum Beispiel in der Geschichtenerzählübung gemacht. Ihr müsst irgendeine Idee gehabt haben, was für ein Charakter das hat, was euch erzählt wird, dass ihr eine Idee habt, wie ihr das transformieren könnt. Dass ich beobachte, welche Resonanzen sie hervorrufen, bei mir und bei anderen. Und dass ich manchmal Sinn macht, zu gucken, woher diese Bilderströme kommen. Das ist nicht immer wichtig. Also ich finde es ganz schön, wenn man ein bisschen was drüber weiß, um sich als ein geschichtliches Wesen begreifen zu können. Auch eine Organisation als ein geschichtliches Wesen begreifen kann, weil viele sagen ja, keine Zukunft ohne Herkunft. Also da ist es nicht schlecht. Nur nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und vor lauter Herkunft vergessen, dass man eigentlich in die Zukunft wollte. Das gibt es halt auch oft. Und dass man Herkunft analysiert, heißt nicht automatisch, dass man Zukunft hat. Gunther Weber, mein Kollege, hat damals immer den Spruch gesagt, wenn man weiß, wie man den Karren in Dreck gefahren hat, weiß man noch lange nicht, wie man ihn rauszieht. Ja, und eine Idee, wie sich das entwickeln könnte und wo dass wir flexibel werden, auf welchen Bühnen wir entwickeln können, dass wir nicht immer so eindimensional in einer bestimmten Wirklichkeit versuchen, den Fortschritt herzustellen, sondern sagen, okay, da gibt es Entwicklungen, die gibt es im Privatleben schon längst, können wir das irgendwie Anleihen dabei nehmen, kann man einen Transfer eher leisten. Und das, was man in der jüngsten Psychologie Ahnung nennt, die Nase für das Mögliche. Die jüngste Psychologie geht davon aus, dass es einen Ahnungssinn gibt, aber das ist keiner der fünf Sinne, die wir haben, sondern dass die Seele von den möglichen Zukünften schon welche filtern kann, die Sinn ergeben könnten. Und ich glaube, dass ob wir ein Klient sich an uns bindet oder nicht, da wird ein bisschen sehr überbetont die Empathie für das, was er schon ist. Wenn ich auf einen Berater treffe, der in mir etwas sieht, von dem ich merke, der sieht, was in mir, was stimmt. Die Seele erkennt sich darin, wäre aber selber nicht draufgekommen. Also man hat das Gefühl, es ist ganz neu und man hat es immer gewusst. Das schafft sehr hohe Bindung, sehr hohe Autorität des Beraters. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man auch einfach diese Ahnungsfunktion schult. Wir tun das, indem wir mit der jüngsten Typenlehre arbeiten. Die meisten kennen das als MMPI. Da ist das ganz gut instrumentalisiert. Ja, und dass ich lerne, Wirklichkeitsbezüge als gestaltbar anzusehen. Also zum Beispiel Innen- und Außenwirklichkeiten zu verknüpfen. Oder Fantasie- und Wachwirklichkeiten aufeinander zu beziehen. Dinge, die wir kulturell gelernt haben, in verschiedene Kategorien einzuordnen. Oder in verschiedenen Kontexten gilt nur das eine, nur das andere. Und es wird ausgeblendet. Da brauchen wir mehr durchlässige Bewusstheiten und Kommunikationskulturen. Und dass ich lerne, die kulturelle Bedeutung von etwas zu verstehen. Also, dass ich die Dinge, die mir begegnen, befragen lerne. Zum Beispiel Feuer. Was für ein Ding ist Feuer? Ja, was hat das in der Menschheitsgeschichte für eine Rolle gespielt? Und das geht manchmal weit über das hinaus, dass ich persönlich eine biografische Erfahrung mit Feuer habe. Es kann auch sein, dass meine Kulturseele begreift, wie sehr Feuer wichtig ist und dass da jetzt ein bestimmtes Feuer in meinem Traum auftaucht, schließt mich an ein Kulturwissen, das in mir ist. Der Jung ging fest davon aus, dass sich Kulturwissen vererbt. Und ich merke manchmal, dass in mir ein Wissen ist, das nicht aus meiner Biografie ist.
Und dazu brauche ich eine Haltung und Fragefiguren, dieses Kulturwissen, das in mir ist, auch anzuzapfen. Das wird zu wenig getan. Ja, dass man von daher intuitiven Impulsen folgen kann, aber dass man auch lernen muss, es kontrolliert zu tun. Dass man nicht irgendwas macht. Weil man macht intuitiv auch viel Blödsinn. Da gibt es ein ganzes Buch dazu über Professionalität und Intuition. Da wird jetzt manchmal irgendwelchen beliebigen Intuitionen das Wort geredet als Alternative, um aus der Analyse- und Kontrollfalle rauszukommen. Das halte ich wieder für eine falsche Polarisierung. Ja, und dass man bei der Gelegenheit merkt, dass man auch einfach sehr viele persönliche Kulturgewohnheiten und Aufmerksamkeitsgewohnheiten entwickelt hat. Als ich an dem Punkt war, hatten wir gerade Pinkelpause im Iran. Und auf dem Parkplatz habe ich diese beiden Blüten fotografiert. Mein erster Impuls war, das zu fotografieren. Aber dann bin ich einen Schritt zurückgetreten und habe es mit dem Kontext fotografiert. Und siehe da, ich weiß nicht, ob ihr das spüren könnt, die beiden aktuellen Blüten treten sofort in den Hintergrund, wenn man sieht, in welcher kargen Umgebung das Ganze stattfindet. Und das wirklich Fruchtbare an dieser Pflanze sind diese ganzen Knospen. Und dieser Wechsel der Perspektive täte manchem Manager gut. Ne? Also, ob er das ausgerechnet beim Verfassen des Quartalsberichts so richtig auf die Reihe kriegt, weiß ich nicht. Aber er sollte einen Teil seiner Persönlichkeit und der Unternehmenskultur dafür vorsehen, zum Beispiel solche Perspektivenwechsel zu üben. Und da kann man durchaus mit Bildern arbeiten. Also der Hauptgewinn des Arbeitens mit Bildern ist eigentlich, dass man sehr viel mehr lernt über Wirklichkeitsgenerierung. Persönliche, kulturelle und über die Logik von Wirklichkeitsinszenierung. Weil Wirklichkeit ist nicht natürlich. Es sind alles Kulturprodukte. Wir denken zum Beispiel manchmal, weil das Gefühle natürlich sind, alles Unsinn. Man hat in der griechischen Mythologie hat man bestimmte Dramen veranstaltet, um dem Volk eine bestimmte Emotionserziehung zukommen zu lassen. Also auch Gefühle sind gelernte Systeme, kulturbedingte Systeme. Und da sollten wir diese Naivität, identifiziert zu sein mit bestimmten Kulturen, die sollten wir verlieren, weil bestimmte Kulturen einfach uns in den Untergang führen. Da sind wir ja in einer sehr kritischen Phase. Also es geht jetzt nicht so sehr darum, Antworten auf die bekannten Fragen zu finden, sondern die Entwicklung neuer Fragen, auch wenn man die Antworten noch nicht hat. Neues Wirtschaftssystem hat keine Antworten und trotzdem ist ganz klar, wir brauchen eins. Das jetzige wird uns ruinieren. Ja, Bildung ist von daher einfach differenzierter, betrachten und fragen zu können und mit anderen entsprechenden Kommunikation zu treten, weil uns das eine Chance bietet, aus unreflektierten Wirklichkeitsgewohnheiten auszusteigen, zumindest uns ihnen nicht einfach zu versklaven und dadurch eine Durchlässigkeit für Hintergründiges zu entwickeln. Ich persönlich glaube sehr daran, dass Geist und Kultur im Menschen genauso unausrottbar ist wie überhaupt Leben und auch unter den widrigsten Umständen auch immer wieder neu erwacht. Wo das dann immer wieder neu herkommt, weiß kein Mensch, aber lässt uns hoffen. In Bildungsveranstaltungen, aber auch in der Organisation ist der Hauptgewinn also Kommunikationskultur. Es geht nicht um die richtige Deutung vom einen oder anderen Bild oder ob man jetzt die Übung super gut hingekriegt hat, sondern es geht darum, ob man zusammen an einer neuen Art mit Wirklichkeit umzugehen, bastelt und dass es erlaubt ist und dass Menschen Kompetenzen entwickeln, dass Toleranz da ist für Einfälle, die nicht dem Mainstream entsprechen. Und dass einem klar ist, dass Wirklichkeit immer Beziehungswirklichkeit ist. Das heißt, meine Wirklichkeit hat was mit den Umständen zu tun und mit der Schaffung von Wirklichkeiten anderer und ich kann nicht alleine eine neue Wirklichkeit schaffen, weil Wirklichkeit immer Gemeinschaftswirklichkeit ist. Und um dem näher zu kommen, das gemeinsam zu erforschen, brauchen wir wertschätzende, forschende Dialoge und keine Deutungshoheiten von Leuten, die glauben, es zu wissen. Und es ist auch eine schöne Übung, zwischen den Wirklichkeiten zu surfen. Ja, wir haben jetzt heute, sobald das Gespräch sich hier ein bisschen lockert, erzählt der eine oder andere über wundersame Dinge, die er erlebt hat und die er nicht als irreal von sich weisen kann. Gleichzeitig sollten wir natürlich nicht jedem esoterischen
Fantasiegebilde nachjagen. Wir brauchen eine Kultur, mit solchen Dingen auf gute Weise umzugehen und es auch anzubinden und nicht als Ersatz zu verwenden an Wirklichkeitsgestaltung. Ja, und dass wir von daher dran glauben können, dass Wirklichkeit immer auch anders sein kann, als sie sich entwickelt hat. Und wir zu Unternehmern einer möglichen Wirklichkeit werden, aber eben diese Unternehmer, die gleichzeitig Hörende und Empfangende sind. Nicht die denken, sie können die Welt sich untertan machen. Das Schöne an Arbeiten mit Bildern ist einmal, dass man auf diese Weise eben mit hintergründigen Strömungen in Entwicklungen und Beziehungen umgehen kann und es berührt den ganzen Menschen, ohne privat intim werden zu müssen. Weil sehr oft wechselt man dann, wenn man mal menschlich tiefergreifend sich begegnen möchte, eher in Privatsphären. Manche landen sogar im Bett, das kann dann manchmal ziemlichen Kater oder Eheprobleme produzieren. Also persönlich, durchlässig darf bitte nicht mit privat verwechselt werden. Da finde ich ganz wichtig, dass man in Organisationsrollen und Verantwortungen lernt, persönlich zu sein. Also personare, dass das Hintergründige hindurchtönen darf. Es soll nicht unbedingt in den Vordergrund kommen. Unternehmen sind nicht dazu da, dass Menschen Intimitäten austauschen. Aber wenn das, was im Hintergrund die Menschen bewegt, nicht irgendwie eingebunden wird, dann funktionieren Unternehmen in dieser komplexen Welt auch nicht mehr heute. Ja, und von daher ist es äußerst effektiv im Ankoppeln. Also ich glaube, wir haben nicht zufällig, einfach kommen so viele Menschen, machen ja keine Werbung, einfach aufgrund von Empfehlungen oder von Miterleben von Menschen, die bei uns in der Weiterbildung sind, weil sie glauben, das ist, glaube ich, ein Teil davon, dass sie merken, dass diese Menschen in der Hinsicht Fortschritte gemacht haben. Und das wird einfach auch als wirklich effektiv für die Leistungsfähigkeit von Individuen und Organisationen erlebt. Und wenn es das nicht tut, hätte es wenig Überlebenschance in der heutigen Welt. Ja, und letztlich geht es darum, eine Gewohnheit von Professionellen, da ist analytische Arbeit und da bin ich privat ein Mensch mit Empfindungen und Fantasie, dass diese Abgetrenntheit voneinander, dass die durchlässig gemacht wird. Das ist das Abschlussbild, auch im Iran. Das soll so ein bisschen die Vielschichtigkeiten, der sich ineinander in Wechselbeziehungen stehenden Betrachtungsperspektiven zeigen. Ihr findet hier, wenn ihr die Charts dann habt, dann diese ganzen Links, dass ihr euch direkt einklicken könnt. Ja, das war das Referat. Kann ich direkt übergehen in die geleitete Fantasie? Ja. Jetzt haben wir ja einen langen Bogen durch diesen draußen herrlichen Tag. Da haben wir einiges davon mitkriegen dürfen durch die Pause und die Gruppenarbeit draußen. Der Einstieg war ja so eine kleine geleitete Fantasie. Habe ich euch eingeladen, in so eine Innenorientierung zu gehen. Vielleicht, wenn ihr damit gefühlsmäßig Kontakt aufnehmen, aktiviert sich das ganz schnell wieder. Die Seele braucht nicht unbedingt viel Zeit, kann auch durchaus sehr schnell Wandlungen zeigen. Kann warmer Sand sein, tanzendes Licht auf einem meandernden Fluss oder die Möwen, die große Strecken zurück legen können, einfach getragen von Aufwinden. Und ich weiß ja nicht, wo ihr heute
morgen gelandet seid, als ich eingeladen habe, so frühere Situationen des Besinnens in eurem Leben zu finden. Sei es an einem Lagerfeuer oder in sonstigen, für euch stimmigen Situationen des Sinnierens. Und dann habe ich ja heute Morgen eingeladen, so 1, 2, 3 Bilder aus einem gegenwärtigen Berufsleben zu finden, die vielleicht für etwas stehen, was euch dieser Tage auf diesem Kongress auch beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch Bilder sind oder ob vielleicht die sich ausgetauscht haben oder noch was dazugekommen ist. Und dann habe ich euch eingeladen, so euren Lebensweg ein Stück zurückzuverfolgen bislang. Ob es Erlebnisse, Erfahrungen, Bilder aus diesem Lebensweg gibt, die ihr irgendwie in Zusammenhang bringt mit dem, was dich heute beschäftigt. Vielleicht hast du heute Morgen schon was gefunden. Und jetzt den Tag über gab es ja viele Gelegenheiten im Gespräch mit anderen oder ausgelöst durch Referate, Beispiele. Es ist gut, sich da einen Moment empfänglich zu machen und zu sehen, was denn da noch neu aufgetaucht ist, vielleicht dazugekommen ist. Und wie wir das ja so den ganzen Tag gehört haben, geht es nicht darum, irgendwelche Collagen fertig zu machen, sondern da dürfen Lücken bleiben, da können sich Teile dieser Collagen austauschen. Und vielleicht jetzt am Feierabend oder auf dem Heimweg oder heute Nacht im Traum kommt noch was dazu. Und dann ist ja heute die Anregung gekommen, vielleicht ein Traumbuch, ein inneres Bilderbuch, als Tagebuch oder Bilderbuch zu entwickeln. Das kann man sich ja mal überlegen, ob das was wäre. Und wenn so in nächster Zeit was nachkommt, dann wäre es eine gute Idee, das vielleicht mal aufzuschreiben. Man muss das nicht. Leben kann auch sehr sinnvoll sich entfalten, ohne solche speziellen Beschäftigungen mit Bildern. Vielleicht, wenn du dich auf deinen Lebensbühnen umschaust, im Privatleben, an deinem Arbeitsplatz, in anderen Kreisen, in denen du dich bewegst, vielleicht fallen dir Menschen ein, mit denen man mal ein bisschen was sich gegenseitig erzählen könnte, die sich vielleicht interessieren würden, in so einem Austausch zu bleiben, weil es oft ganz gut ist, wenn man andere Menschen hat, die einen durch Dialog da in Bewegung halten.
Das wisst ihr ja mittlerweile, dass Husten und andere Dinge sein dürfen. Es gibt immer Dinge in der Welt. Man kann sie zur Kenntnis nehmen und sich durch sich durchfließen lassen. Du hast die Wahl, wo du deine Aufmerksamkeit hinlegst. Und wenn du so an die nächste Zeit denkst, ist da irgendein Impuls in dir erwacht, was du mit dem, was heute geschehen ist, mal probieren könntest? Ein Gefühl dafür, eine Idee? Vielleicht siehst du dich vor deinem inneren Auge schon das eine oder andere probieren? Ja, und dann, du kannst diesen Rundgang in dir weiter fortsetzen oder immer wieder aufnehmen, wenn du magst. Jetzt für den Moment darf ein Teil deiner Aufmerksamkeit wieder zurückkommen hier in diesen wunderschönen Gruppenraum. Und langsam, dass es dir nicht verloren geht, aber vielleicht auch schon mit einer gewissen Lust, diesen schönen Wetterabend anzutreten. Bevor es dann zu Ende ist, nimm dir noch 10 Minuten Zeit mit 2 anderen, euch ein bisschen zu erzählen von dem, was dich gerade so bewegt hat. Natürlich darfst du wählen, was du erzählst, aber es wäre schön, wenn jeder ein bisschen was teilt. Und man nennt das Analog Marking, wenn ich jetzt meine Stimme anhebe. Und ihr wisst schon, dass das Heben der Aufmerksamkeit ein Stück auch hier in die Außenwelt bedeuten kann. Ihr müsst gar nicht ganz wach werden, um 2 andere zu finden, um mit denen ein paar Minuten euch auszutauschen. Das geht auch traumwandlerisch. Ihr dürft es hier im Raum tun, könnt auch irgendwo in der Ecke gehen und damit ihr euch da nicht koordinieren müsst und auch ein bisschen länger reden könnt, wenn ihr wollt, oder euch schon mal davon machen, wenn ihr das wollt, beenden wir die gemeinsame Sitzung hier an dieser Stelle. Die, die nur heute da sind, denen ein gutes Farewell. Und die anderen werden wir die nächsten Tage ja noch sehen. Und dann bedanke ich mich und lade euch ein, jetzt 2 andere zu finden und noch ein bisschen euch zu erzählen.